Einen wunderschönen guten Tag. Ich meine, das klingt immer so krass, ey, mit diesem Hall und nur das Dose aufmachen. Einfach geil. Freunde, was geht ab? Die Dose übrigens gesponsert von Moderatorin Cat. Oder darf man nicht mehr Moderatorin sagen, muss man jetzt sagen. Moderat. Wer weiß. Tag erstmal. Guck mal, so lobe ich mir das. Genau so lobe ich mir das. Money Cater haut hier einen schönen Film raus. Vielen Dank, mein Bester. Donate, RKO out of nowhere. Nimm das. Wow. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Richtig geil. So lobe ich mir auf jeden Fall, dass die Streams gleich mal mit Kohle beginnen. Dann, dann läuft's einfach. Mal gleich wieder Spaß hier eine Runde. Wenn das auch noch eingeblendet werden würde, das wäre ja der Wahnsinn. Hier. Ach so, guck mal, läuft so. Sehr schön. Okay, damit haben wir schon mal unseren, sehr gut, unseren Supporter des Tages. Und der gute Harald ist am Start. Haut hier ein frisches Sub raus. Willkommen auf der Sonnenseite des Lebens. Das ist äußerst freundlich. Das freut mich sehr. Willkommen. Heute also für dich, Harald, Raw Review. Ja, 20 Minuten lang wieder habe ich über Raw gelabert. Und das kannst du jetzt hier auf Twitch gucken. Natürlich erst nach dem Stream, das ist klar. Aber kannst du jetzt auch gerne machen. So, jetzt aber raus hier. Achso, wegen dem Hall. Das ist ja wieder was anderes. Hall und Dings ist ja noch was anderes. Mein Abo ist abgelaufen, trotz Twitch Prime ist das Free-Abo-Ding immer noch ausgegraut. Mit der Nachricht, dass es erst ab 16.01. wieder geht. Okay. Gut, 26 Monate Abo am Stück weg. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir können es noch retten. Keine Angst, wir können es noch retten. Schreib mal bitte Twitch eine Nachricht. Das ist wirklich sehr komisch. Mach am besten, schreib Twitch eine E-Mail und mach als Anhang einen Screenshot davon mit, denn die fixen das. Laut Cat soll das der beste Rockstar sein. Weiß ich nicht. Naja. Geht. Geht klar. Sollst ja dann 5 Euro haben. Ja gut, ich krieg dafür nur 2,50, aber dankeschön. Wieso wird mein Resub nicht angezeigt? Muss nochmal aktualisieren und dann steht im Chat oben drüber, ey, schön, dass du 15 Jahre bei uns bist. Jetzt anzeigen. Da kannst du dann auch eine Nachricht reinhämmern. Dann läuft das. Purer Zucker, dieses Ding. Sowieso. Kannst du mich grüßen? Nein. Schreib doch irgendwas Anständiges rein. Guten Abend, Freunde. Also, ne? Guten Abend auf jeden Fall auch zurück, Bruce Paddy. Hast du schon das neue 2K19 DLC? Kam heute um 1 online. Ich weiß, ich habe es mir... Wahrscheinlich ist es schon automatisch installiert worden. Aber da werden wir uns erst am Donnerstag drum kümmern. Die Nachricht ist weg. Schade. Aber ich kann sie jetzt, glaube ich, so auch nicht mehr einblenden. Trotzdem Dankeschön natürlich, Phil, wenn du hier am Start bleibst. Mit Aiden English habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass du es geschrieben hast, dass Aiden English dem 205 Live-Kommentatoren-Team joint. Warum auch immer. So viel also dazu. So, beste Rockstar ist lila und schmeckt, wie ich nach 48 Jahren Forschung herausgefunden habe, nach Fruchtzwerg. Okay. Glaubst du, die WWE braucht wieder solche Storylines wie damals mit The Shield, Nexus oder mit der Autorität? Also, die geht es eher um große Gruppierungen oder warum? Also, an sich haben wir ja eine große Gruppierung. Sanity, wir haben die Undisputed-Ära, nur wird das alles auch nicht in den Hauptshows eingesetzt. Also von daher kann man da nur abwarten, dass sich da irgendwas ändert. Generell sind große Gruppierungen immer eine coole Sache. Bei Sanity bringt es auf jeden Fall was. Denkst du, Cenas Verletzung ist real oder ein Work? Ich sag dir was, es ist egal, weil... Dass Cena jetzt erstmal wieder raus ist oder halt nicht so häufig antritt, das war ja sowieso von vornherein klar. Der ist nun mal Part-Timer. Ob der jetzt verletzt ist oder nicht verletzt, ist scheißegal. Er ist Part-Timer, er ist nicht da. Sanity, die gibt's noch, ja. So. Welche kam mehr? Empfiehlst du für Vlogs?
muss für ein Museum ein Promo-Video drehen. Für ein Museum? Du musst vielleicht in einem Museum ein Porno drehen. Das ist auch wieder was anderes. Ich kann dir die empfehlen, die ich habe. Die ist auch in der Beschreibung natürlich in der Info überall verlinkt. Das ist die hier. Die macht ein super Bild. Die macht nude Arbeit. Die ist klein, die ist handlich. Die kann man so wegsnacken. Ich finde die gut. Klar, diese typische YouTuber-Kamera, die sie alle haben hier, diese kleine, die liegt bei mir auch noch. Ach, die ist hier unten drin. Ja, die ist auch cool. Aber die ist halt, die ist nice hier. Die kannst du gerne nehmen. Die macht genauso gute Bilder wie irgendwelche Riesenkameras vom Fernsehen. Deswegen nimm ruhig die hier. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. So, Big Dog Lady ist da. Grüße. WWE braucht SL mit Handlungsstrang. Was ist SL? SL. SL. Jeder braucht eine Runde SL. Machst du eine NXT UK Review? Mich würde interessieren, wenn das Match von... Moment, was? Ach so, die Weekly. Ah, dafür kann ich keine Review machen. Da würde ich einfach noch mehr... noch mehr, das wird zu viel. Aber da kann ich euch auch nochmal was drüber erzählen. NXT UK Review an sich. Aber ich kann dir sagen, wie ich das fand. Sehr gut. Allerdings wurde in der ersten Hälfte des Matches Marcel Bartel sehr, sehr kacke eingesetzt. Also jedes Mal, wenn er im Ring war, wurde er immer attackiert. Er hat es immer verkackt. Jedes Mal hat er irgendeine Scheiße gebaut. Deswegen dachte ich am Anfang so, bisschen komisch. Aber zum Ende hin hat er es dann doch wieder reißen können, weil gerade wenn er sich so präsentiert, hinstellt und so, dass er halt der Krasseste ist, aber im Ring halt einfach nicht zeigt, wie gut er ist, sondern eher das Gegenteil, dann muss ich mich doch fragen, warum das so gemacht wird. Aber wie gesagt, im letzten Teil des Matches hat man das wieder einigermaßen hinkriegen können. Hat die einen Mikrofonanschluss? Nein, ich glaube nicht, aber die hat ein gutes, also die hat keinen Mikrofonanschluss, aber das Mikrofon, was hier drin ist, ist schon gut. Allerdings, wenn du in einem Museum aufzeichnest, dann kann ich das nicht empfehlen, weil du ja dann in großen Sälen bist mit Hall und so. Dann nimm lieber ein Handmikrofon oder im besten Fall dieses Gerät hier. Denn auch das Ding fungiert relativ gut als Mikrofon. Und dann schneidest du nachher in der Post das Ganze zusammen, würde auch gehen. So, denkst, oder erstmal Tanja Kalter, hallo, herzlich willkommen. Frauen sind ihr immer gerne gesehen, ihr seid nämlich sehr selten, deswegen müssen wir uns die alle noch warm halten. Der Schweider und Scott Dawson verlassen die WWE, ja, wäre ich auch für. Tipprunde, wie oft Martin heute vom Pferd fällt? Tipp 7 Mal, oh nö, das glaube ich nicht. Ich sage 3. Money Cater, Lars Sullivan wird es wohl nicht in Raw und SmackDown Roster schaffen, ob jemand nachschieben wird für ihn. Ich weiß nicht, sie haben noch genug andere, die jetzt gerade in der Pipeline sitzen, deswegen würde ich eher nichts sagen, aber ich freue mich natürlich gleich auf dein kostenloses Prime-Sub. Ja, so, hast du gehört, dass AEW Kenny Omega verpflichtet hat? Ich habe viel gehört, aber richtig fest weiß ich jetzt noch nicht, was da jetzt genau kam. Dann fliegt die raus. Okay. So, ist zu klein. Deutsche Museum Bonn, okay. Cat, 33 Monate Resub. Miau, schreibt sie dazu. Okay. Unsere kleine Muschi ist auch am Start. Grüße gehen raus. Behauptet, hier ist Vibesvolk. Ja. Kann aber auch schon wieder weggelaufen sein. Das weiß ich jetzt nicht. Hat jetzt nicht nochmal in den Chat geschrieben. So, Sullivan soll gelogen haben wegen seiner Gesundheit. Ja, dann wird aber bald eine Entlassung kommen und nichts anderes. Money Cater, da haben wir's doch. Guck mal, er hat sogar keinen Prime-Sub frei, sondern hat einfach so abonniert. Geiler Typ, dankeschön. So lobe ich mir das. Erst in die Titel oben absahen, weißt du, und dann, ja. So, gute Kameras kosten. Muss ja nicht gleich Red-Kamera kaufen. Ja. Qualität hat immer seinen Preis. Aber wenn du da ein Vlog oder wenn du da irgendein Video für den Dings machst, dann müsste das doch eigentlich gehen. Also weil du ja dann wahrscheinlich Geld dafür kriegst, hoffe ich mal. Ansonsten mach's nicht. So. Gegner schlagen, der außerhalb im Ringfassen ist ausgewichen. Der Schlagende hat sich die Hand gebrochen. Man hat voll gesehen. Im Indie-Bereich gesehen, dass man. Weiß leider nicht mehr, wer. Gegner schlagen, außer. Okay.
Okay. Ich weiß nicht, was die Story uns jetzt bringt, aber gut. Bist du überhaupt ansatzweise auf den Rumble gehypt? Ja, schon. Schon. Bin ich schon. Aber richtig gehypt werden wir natürlich erst am Sonntag hier in der Kickoff-Show. Hypnotisiert, muss Abo da lassen, besser ist das. Kannst du Manu oder Sebastian deine Rumble-Reaction einladen? Zu deiner Rumble-Reaction einladen? Ich glaube, die haben Besseres zu tun, als nachts 5 Stunden sich ins Auto zu setzen, hierher zu fahren, 5 Stunden mit mir Rumble zu gucken, um dann wieder 5 Stunden danach nach Hause zu fahren. Ich gehe nicht davon aus, dass sie Bock drauf haben. Ja. So. Grüße, Devil. Sonntag darauf Super Bowl wird geil. Und Samstag, Arsenio, denkt natürlich dran, kommt ja auch noch NXT. So, am Ende gewinnt Tom Brady Ring Nummer 6, denke ich auch. Den kann er sich dann über den Schwanz ziehen, weil er natürlich nur 5 Finger hat. Ja. So, ich mache das Video, umsonst arbeite ich schon seit Jahren mit denen zusammen und da gebe ich Workshops. Soll ein Abschiedsgeschenk von mir werden. Okay, krass. Na dann, viel Spaß. Wenn du jemanden zum Kacken brauchst, zum Cutten oder so, dann schreib Cat an. Endlich mal jemand in meinem Alter. Hä? Na? Okay. Wann bist du mal wieder bei der GWF zu sehen? Ich verweigere die Aussage. Okay? können wir darüber reden? Ich verweigere die Aussage. Also, ich sag mal so. Ich habe der GWF 2018 zu allen Shows ja gesagt. Also ich wurde für alle GWF-Shows 2018 gebucht. Ja, so. Dann gab es nochmal ein Gespräch. Und ja, seitdem habe ich nichts mehr von denen gehört. Weiß also jetzt nicht, ob die da irgendwie planen, was mit mir, überhaupt noch weitermachen mit mir. Keine Ahnung, aber also im Moment habe ich für ganz 2019 noch kein Booking von der GWF. Woran das liegt, warum, das kann man jetzt, da kann man nur spekulieren drüber. So, okay, ich kaufe GWF, das geht natürlich auch. Braucht man wieder ein Spiel, was nicht zur 2K-Reihe gehört, sowas wie All-Stars. All-Stars fand ich auch richtig geil. Allstars war ein feines Spielchen. Hat mir auch damals sehr gefallen. Habe ich, glaube ich, auch noch irgendwo rumliegen. Aber nur für PS3 oder so, ne? Ist eh scheiße. Du gehst zur AEW. Besser ist das. Ey, ist ja nicht so, dass ich keine anderen Bookings habe. Ich bin ja jetzt bei der MWA, ich bin bei der BCW und ich bin bei Next Step. Und bei einer Promotion, die sich vielleicht bald gründen wird. Von daher. Ist schon alles cool. Schaust du dir vielleicht Uwes Kampf bald zu? Ich werde nicht vor Ort sein und den gucken, aber ich gucke mir den auf jeden Fall an. Moin, John, Digga. So, 112 Zuschauer. Das ist doch schon mal eine Nummer. So, geht zu AEW, besser ist das. Es gibt wieder ein paar Updates im Stream. Zum einen habe ich die Zahl hier geändert. Die Live-Zuschauerzahl ist jetzt in der gleichen Schriftart wie der Rest. Dann und ein bisschen kleiner und ist grau, genauso wie das hier grau ist. Das war vorher immer so ein bisschen komisch. Dann habe ich das hier geändert, also das Donation-Ziel habe ich jetzt ein bisschen größer und hier in die Ecke gesetzt. Und ich habe hier oben das Overlay auch wieder ein bisschen kleiner gemacht. Fällt niemandem auf, aber ich sag's euch. Ich finde es zwar an sich, ich habe ein geiles Overlay. Aber ich bin trotzdem immer dabei, immer ein bisschen was zu ändern und deswegen das dazu ist auch schon mal Bescheid. Boah, ey, wie unprofessionell ist er denn, Alter? Er haut einfach mal seinen Ton noch an. Das macht man aber wirklich nicht. Das ist natürlich böse Möse, könnte man sagen. So. Dann Scarface. Grüße aus dem Harz. Herzlich willkommen im Stream. Hast du mal vor, irgendwann mal live bei NXT UK Takeover zu sein? Matthew, wenn, dann innerhalb des Rings. Verstehe ich. Ist mir sofort ins Auge gefallen. Sieht gut aus, natürlich.
Transis Faction. Willkommen, 15 Monate Resub. Vielen Dank. So. Okay, Subhype ist da. Ja, ein bisschen ist ein Subhype da. Wir haben auf jeden Fall... Habe ich in der anderen noch was geändert? Im Gamebild? Ja, ich habe das Rot... Also ich habe mir nämlich gestern meinen eigenen Stream noch mal ein bisschen angeguckt. Und ich habe... Warte mal, eigentlich müsste ich doch so sitzen, ne? Ja. Ich habe diesen roten Rand hier ein bisschen weniger rot gemacht, weil ich persönlich fand, dass das sehr knallig war. Deswegen habe ich das ein bisschen entschlackt. Und ansonsten nichts Neues. Ja, schon okay, glaube ich. Hier, guck mal, das sieht aus, als hätte ich ein MG-Tattoo, weil hier das Logo ist. Oh, geil. Gut, wo ist Lunatic? Der ist spurlos verschwunden. Lunatic hatte ein Match bei Nextep übrigens. Denn einer meiner Schüler, dem habe ich das Lunatic-Gimmick gegeben, weil der seine Gear noch nicht fertig hat. Also Lunatic war zwischendurch mal wieder am Start. So, man muss aber auch sagen, dass Wrestling-Schulen auch immer populärer werden. Wenn die WWE noch mehr an Werbung investieren würde, könnte man in Zukunft noch viel mehr kommen. Ja gut, aber wegen mir muss es jetzt nicht mal mehr werden. Die WWE soll ruhig mich erstmal machen lassen. Glaubst du, Kogan kämpft nochmal? Wenn es passiert, macht die WWE sich echt lächerlich. Ja, das wird doch nicht mehr passieren. Grüße auch Mexiko. Klar, Digga, was geht denn bei dir ab? Geil. Der ist einmal hier sonst wo. Hast wahrscheinlich besseres Internet als wir hier, aber trotzdem. So. Hast du schon Ricochet in 2K90 gespielt? Ricochet ist super geil. Nein, ich habe mir bisher nur alle Videos angeguckt von allen Moves, die im Spiel sind, von Leo Rush. Den finde ich auch richtig gut im Spiel. Deswegen werde ich am Donnerstag um 20 Uhr auch WWE spielen. Und da werden wir uns natürlich auch mit Ricochet sowieso beschäftigen, weil wir ja Ricochet gegen Johnny Gargano spielen für NXT TakeOver. Und ich glaube, ich werde auch Leo Rush nochmal ein bisschen reinschmeißen. Mal gucken. Also wir werden auf jeden Fall das Ganze machen. Übrigens habe ich Twitch-Streams im Voraus jetzt wieder ein bisschen eingetragen. Warte, ich zeige es euch. So. Ups. Ja, passt schon. Also, die Twitch-Streams für die nächste Zeit. Dienstag, seht ihr hier, Dienstag, Red Dead Redemption, das ist heute übrigens, für die Leute, die gar nicht wissen, was los ist. Am Donnerstag, den 24. gibt es WWE 2K19 mit NXT TakeOver. Am Sonntag, den 27. gibt es die Royal Rumble Kickoff Show. Am Montag gibt es dann wieder Red Dead. Am Mittwoch nächste Woche gibt es dann auch wieder Red Dead. Am Sonntag nächste Woche ist der Super Bowl. Da werden wir also den Super Bowl dann also hier in Runde Madden spielen. An dem Montag nach dem Super Bowl gibt es wieder MGTV. Denn wir haben ja extrem viel geilen Scheiß in der letzten Zeit gemacht. Velveteen Dream ist Number One Contender oder hat eine zukünftige Titelchance. Wir haben mit Bray Wyatt einen neuen Typen im Main Event. Und dadurch, dass wir auch dann die DLCs haben, werden wir hier am Montag nach dem Super Bowl auf jeden Fall wieder ordentlich zocken. Und dann geht es noch weiter mit Red Dead und mit Red Dead. Und ich hoffe, dass ich an diesen beiden Tagen, die andere seht ihr jetzt gerade hier, am Sonntag hier drunter, da kommt nochmal Red Dead. Ich hoffe, dass ich bis dahin durch bin. Weil danach geht nämlich kommen die ganzen neuen Spiele raus und so. Da werden wir wieder sehr viel zu tun haben. Deswegen müssen wir uns da ein bisschen sputen. So. Ansonsten habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Öffne eine Wrestling-Schule in Köln? Nope. Wo denkst du, gehen die Call-Ups von NXT hin? Ich hoffe, alle zu SmackDown. Aber eigentlich müssten zum Beispiel Lacey Evans und so, die müssen zu SmackDown gehen, weil ja, wie Gerüchte sagen, Becky Lynch vielleicht zu Raw geht. Das ist dann halt schwierig. Black gegen Dunn. Main Event von WrestleMania 50. Naja, das wird schon mal ein bisschen eher passieren, glaube ich. So. Ich kann den Super Bowl Kickoff mit dir nicht gucken. Meine Liebste und ich gehen zum Public Viewing hier in Hannover. Geht schon ab 20 Uhr los mit Sparrows All You Can Eat. Alter, geil. Senior, läuft bei dir.
Hannover übrigens, ja, fährt jede Woche ein Auto in meine Wrestling-Schule. Ich sag's noch, mal nebenbei. Was ist mit Bray Wyatt passiert? Wer ist MG-Champion bei dir? Bray Wyatt ist bei mir Champion. Nicht viel. Ich denke, man erwartet auf Matt Hardy wieder das Comeback. Was ich aber auch nicht begrüßen. Also das Comeback kann ich schon begrüßen, aber nicht, dass sie die wieder zusammenlegen. Timster Cray. Timster Cray. Ich weiß nicht. Aber Dankeschön für dein Follow. Willkommen im Stream. Das ist wichtig. Darf man bei einer Wrestling-Schule Mützen tragen? Nein. Wenn, der fliegt sie eh vom Kopf. So. Ich gehe nicht davon aus, dass du den neuesten Razzie-Teil spielst. Den neuesten. Den alten neuesten meinst du. Aber nein, das werde ich nicht machen. So. Gut. Okay. Von mir aus würde ich sagen, wir fangen an. Wir haben heute wieder einiges zu tun. Wir müssen mal wieder die Welt retten. Deswegen, Matt hat doch sein Karriereende bekannt gegeben. Das gibt's doch gar nicht. Ripper, das ist doch nicht dein Ernst. Du hast doch wohl vergessen, meine News zu gucken. Gestern. Was ist da denn los? Naja, so kriegen wir sie alle ran. Oh, Alter, hau dir hier wieder ein Host rein. Danny, Alter, du wirst hier noch zur Gewohnheit fast schon, ja, zum alltäglichen Danny-Host. Geile Sau, ey. Dankeschön. So, das ist doch schon mal gut. 21 Leute kamen darüber. Freut mich sehr. Sorry, schreibt Ripper. Ja, wir finden euch alle. Die ganzen Leute, die meine Videos nicht gucken. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also, guckt ihr das gerne noch an. Da habe ich nämlich über Matt Hardy gesprochen. UFC, weil er da ausnahmsweise mal arbeiten müsste. Keine Ahnung, was das wieder heißt. Jeden Tag eine gute Tat. Genauso sieht's aus. Habe ich nicht vor kurzem auch wieder eine gute Tat gemacht? Irgendwann war wieder was und da habe ich auch gedacht, das muss ich wieder im Livestream erzählen. Aber das habe ich, glaube ich, schon erzählt, oder? Als wir beim, doch, ich glaube, das habe ich erzählt. Als wir bei der Herr der Ringe-Dings waren, ich glaube, da habe ich ja. Jetzt schreibt er erst gleich wieder da, muss ich mal was angucken. Sehr gut. Wie fandest du das Ding von Sasha Banks oder denkst du, das war aus Versehen? Was meinst du, das Ding? Was ist das Ding? Das Ding von Sasha Banks? Hat die jetzt einen Penis oder was ist da los? Schau den Post direkt über mir, da wird nach Lesnar gefragt, wo er besser wäre, UFC. Achso. Ah, UFC. Ja, dann kann ich das auch unterschreiben, UFC wäre auf jeden Fall die bessere Lösung, weil sie halt einfach genau den Plan hat, wie er gerne arbeitet. So. Es ist halt geiler für ihn. WWE ist halt da einfach ein Scheiße, wenn du halt sagst, ja, so arbeiten, ach naja, so einmal alle 3 Monate wäre schon ganz gut. Dann geh zu UFC und nicht bei der WWE. Bei der WWE ist ja nun mal das große Ding, dass das jede Woche ist. Wenn du aber nicht jede Woche kommst, dann verpiss dich. Ganz einfach. Es ist nun mal so. So, jetzt müssen wir mal kurzen. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Okay, wir müssen nochmal kurz den Ton hier rein ändern. Übrigens, als ich gestern mein Stream nochmal geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass der Ton noch ein wenig leise war. Jetzt ist das natürlich immer anders. Aber, oh, warte mal. Daran kann es gelegen haben. Mein Ton war generell nicht komplett laut. Okay, jetzt müsst ihr mal sagen, ob es jetzt okay ist vom Ton oder nicht. Doma und 700 Resub raus. Sehr schön. Schon geht es Roman schon besser? Gibt es schon Sachen? Auch du hast meine News gestern nicht geguckt. Ach, Freunde, ihr müsst doch erstmal meine Videos gucken. Dann geht's noch weiter. Man hat bei Raw den Arsch von Banks gesehen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Allerdings, wurde das in einigen Fassungen auch rausgeschnitten. Da wurde dann mal eben schnell zum Blackscreen gesippt. Aber dadurch, dass sie ja eh eine Strumpfhose drunter hatte, ja, auch zu wenig zum Masturbieren. Von daher, außerdem kann ich mit Sasha Banks eh nichts anfangen. Habe ich schon mal erzählt. Ich guck doch die News. Ja, ja. Das habe ich gerade gemerkt.
da die aussieht wie ein Kumpel von mir. Und damit kannst du mir die auf den Rücken binden. Ist die Arsch schon so interessant, Leute? Scheinbar schon. So. Auf jeden Fall haben wir aktuell noch keine Mission. Wir reiten jetzt hier erstmal wieder zurück in unser Camp. In unser Camp David. Dein Kumpel ist eine Frau. Also ähnlich. Nein, aber sie sieht halt aus wie er. Oder er sieht aus wie sie, wer weiß. Langweiligster Arschblitzer der Welt. Da ist das Mauerdekolleté vom Klempner interessanter. Maurerdekolleté. Hast du die neue Folge BTE geschaut? Was ist denn BTE? Keine Ahnung. So schon längst aussehen würde mir jeden Tag selbst vögeln. Okay. Aber Bruins Paddy. Wenn du aussehen würdest wie Sasha Banks, würdest du dich jeden Tag selbst vögeln? Du siehst nicht aus wie Sasha Banks und trotzdem holst du dir jeden Tag einen runter. Just saying. Also von daher hinkt hier dein Vergleich an dieser Stelle. Na, da habe ich dich wieder an den Eiern, wa? Der Typ hat gerade seine Knarre erhoben. Sieht man irgendwo, wie viel Schuss da drin ist? Oh, es geht schon los! Ganz ruhig, Pferdchen, ganz ruhig. Ganz ruhig, Jungs. Nicht, dass mein Pferdchen jetzt hier noch drauf geht. Oh, fuck. Ich wollte doch Arznei drücken. Oh, da ist er down. Oh. Scheiße. Ich wollte doch nur mein Pferdchen retten. Weil die hätten doch wieder das Erste, was sie dann gemacht hätten, wieder wäre doch das fertig abgeknallt. Verdammt. Bei 2 Jahren, wie schnell die Zeit vergeht. Hoffi, Alter. 22 Monate Reset. Sehr nice. Oh, das war nix. Aber mein Pferd lebt noch. Das ist alles, was zählt. Lasagne. Die alte Fleckenlasagne. Alte Paula hier. Zu Entdeckung gehen, wenn man auf der Brücke stehen bleiben kann. Halt die Fresse. Ja, Mann. Ich dachte, ich krieg das auch so hin. Muss man mal auch souverän sein. Auch mal seine Fähigkeiten auch mal komplett ausnutzen. Aber habt ihr ja gesehen, das war ja nichts. Mal einen trinken, wenn Martin stirbt. Ja, das passiert ja nicht so oft. Schlechtes Trinkspiel. Nike, Junge, grüß dich. Ist das eigentlich Nike oder ist das Nike? Jetzt kommt ihr. Ich könnte noch mal hier ein bisschen was reinsnacken, wenn ich hier schon so schlecht drauf bin. Stell deine Gesundheit wieder her. Sowas? Hau weg die Scheiße. Immer hin in den Schlund. So. Hier auch nochmal Brotkanten. Scheiße, ich habe gar nicht so viel da. Aber ich kann mir doch bestimmt was zu essen organisieren, wenn ich in meinem Dorf bin, oder? Da geht doch bestimmt was. Oder hat mein Pferd hier noch irgendwas drauf? Achso, dass es nur fürs Pferd war. Eine Möhre. Kann ich die auch essen? Na,
dann halt nicht. Gut, dann muss ich gleich mal, wenn ich wieder im Dorfe bin, muss ich hier gleich mal loslegen. Mining zu Heavy Machine, ich feiere die. Ich finde die auch ganz lustig. Auf jeden Fall Otis Dosevich. Der andere, glaube ich, wird auch über die Jahre nicht mithalten können. Schon alleine, dass ich gerade gesagt habe, der andere ist schon gleich kein gutes Zeichen für ihn. Tucker Knight heißt er. Könntest mal deine Waffe säubern, statt immer nur zu fressen. Wie mache ich das nochmal? Keine Ahnung, wie es geht. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Harthonikum fressen. Habe ich das dann schon? Ich denke, das bringt mir noch nichts. Deine Raw Review war interessant. Baron Corbin singt. Interessant. Habe ich mich da versprochen oder was? Ja, Mensch, im Alter passiert das. 134 Zuschauer. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Nicht schlecht. So, übrigens, mal kleines Update zu unserem Edeljobber, der gestern seinen Kanal verloren hat. Er hat ihn heute wiedergefunden, denn der Bann wurde aufgehoben und ja, sein YouTube-Kanal ist wieder da. Renn doch mal. Ja, ist ja gut. Was sehr, sehr schön ist, freut mich auf jeden Fall, aber natürlich auch ein bisschen fraglich seitens YouTube. Apropos seitens YouTube. Warte mal, wir müssen mal hier. Na dann, nehmen wir dich mit, Junge. Weiß ich doch. Komm her. Wow! Alter! Nein! Nicht mein Pferd! Nimm mir alles, aber nicht mein Pferd! Nein! Oh. Alter! Ach, jetzt auch noch. Ey. Das war ja gerade ein Herzinfarkt. Alter. Was war denn das für eine Scheiße? Ich habe das Pferd wirklich... Ich habe das richtig lieb gewonnen. Ja, mein schönes Lasagne, Alter. Da will er mir das wegnehmen. Was ein Arschloch, Alter. So. Das hast du jetzt davon. Sowas kommt von sowas. Nicht mit mir, mein Freund. Lasagne, komm mal her. Also wirklich. Hat er den mitgeschliffen hier? Den anderen? Der wollte mich verpetzen. Lasagne, bist ein Feines. Ich kann das jetzt auch irgendwie streicheln oder so, ne? Oh, nee, so nicht. Ah, jetzt. Waffenrad R3 drückst. Guck mal. Wurde mir sogar ans Herz gelegt. So, reinigen. Guck mal, wie neu. Das war's schon. Umdrehen. Mehr kann ich nicht tun. Zeuge, Ermittlungen. Was, Zeuge? Was ist hier los mit Zeuge? Was? Ich glaube, es hackt. Was kommt dafür, wenn man sich in meine Angelegenheiten einmischt? Zumal ich ja noch nicht mal schuld war. Ich bin hier das Opfer. Also, komm mal ein bisschen schneller hier. Komm mal hier jetzt, ja, ein bisschen schneller. Schneller! Okay. So, warte. Mal Chat lesen hier. Welches Alter, Martin? Bist nicht mal 30 und flänzt schon rum, oder was? Ey, ich bin öfter beim Physiotherapeuten, als du wahrscheinlich generell im Krankenhaus warst oder so. Dein Arsch in seinen Gesichtssippen reicht da nicht, Alter. Ich habe alles gegeben.
Mein Kopfgeld? Gar nicht. Ich hab gar kein Kopfgeld. Ich bin doch lieb. Macht doch nichts. Kann man in Red Dead Redemption 2 überhaupt den Hut tragen jederzeit, wenn du ihn nicht aufhast? Und du nicht trägst. Trage auch privat die gerne, deswegen. Ich kann hier einen Hut aufsetzen, ja. Irgendwie ging das mal. Ich weiß noch nicht mehr genau wie. Ach, hier. Guck mal, hier habe ich nämlich so eine schicke Bärenmütze. Ha! War schon wieder ein neues Lasagne. Das ist mein Fleckenlasagne, auch bekannt als Zebra. Ja. Das wollte nämlich mal ein Zebra werden. Hat's aber nicht ganz so hingekriegt. Punkt, der Strich hier, wusste nicht genau, wie sieht ein Zebra aus. Und hat sich dann gesagt, komm. Also, ich könnte ja auch, gestern war auch die Rede von einem Dalmatiner. Aber viel lustig ist es, dass ich dazu sage, es ist ein Zebra, weil es halt dann wieder verkackt hat. So, das ist halt lustig. Guckst du Dschungelcamp? Nee, tut mir leid, ich habe leider einen Job und einen Schulabschluss. Deswegen. Ah! Aber ich habe gestern vor Raw, ich habe gestern die ersten 10 Minuten Raw live geguckt. Da kam irgendwie so ein bisschen auch so eine komische Assi-TV-Serie, nur halt für die Amis. Da ging es auch um ein paar Leute sind auf einer Insel, irgendwie sowas. Und könnte auch Lost gewesen sein. Auf jeden Fall fand ich das aber doch recht interessant. Also ich kann schon verstehen, wenn Leute das gucken. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch ein bisschen traurig, dass das Leute gucken. Alter, wer ist er denn, Alter? Er steht ja mal ein bisschen quer hier. Obwohl, das Pferd eigentlich ganz geil ist. Kann ich das haben? Guck mal, das hat so fette, krasse Dinger an den Füßen. Das ist ja schön. Ach, das ist ein Auenlandpferd. Mhm. Naja. Auf das meist am Wochenende, auf das Match, was ich am meisten gehypt bin, Ricochet gegen Johnny Gargano natürlich. Hallo Truni. Was hältst du von Shelton Benjamin? Wenn er mal da wäre, würde ich ihn cool finden. Ansonsten schwierig. How you doing, Mrs. Adler? How are you? Mrs. Adler? Yes. And now you and Dutch have joined High Society. Oh, Lord above. Yeah, seems so. I think my days in polite society are over. I just saw Bill Williamson at a party at the San Denise mayor's house. If he can do it, anyone can. You get any leads? Yeah, I think so. You know so, Arthur Morgan. Come on. We need to talk. Mrs. Adler, will you excuse us? When are you gonna let me come robbing with you, Dutch? My lord. A few more like her, we could take over the whole world. A few more like her, there wouldn't be much of a world left. Yes, perhaps. Now, perhaps. Trolley bus station. Wozu eigentlich the Ascension? I went down there. I took a look at it. I think we can hit it. I ain't never robbed in a city before. Well, you leave the planning to me. You'll ride with me. Always. Is it just you and me? No, we'll need one more, I reckon. I say Lenny. Not Michael. Well, that depends if you want a massacre or a payday. No, I wish that there was something I could do to make the two of you get along better. Well, that's easy. Make him change. Very funny. What is that? Ich finde meine Bärenmütze einfach überragend. What the fuck? Halt meine Fresse, da auf zu schreien. Alter, was geht denn da ab? Ups. Oh, ich bin zu blöd. Bam! Jetzt wird hier wieder einer nach dem anderen weggeschissen. Was? Wo ist der nächste? Ich ramme die alle weg, Alter. Bam, 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 bam. Mann, ich war hier gerade am Arbeiten. Gib dich zur Vordertür. Auch noch.
denke, ich soll runter. Ich kann nicht weg. Hä? Was macht er denn jetzt? Was habe ich angerichtet? Warum spaziert er mitten im Krieg einfach mal die ganze Zeit durch die Gegend? Ja, ist schön. Leg weg jetzt hier. Was soll denn das? Treppe runter mit dir jetzt hier. Der spaziert immer so genüsslich hier durch die Gegend. So, hier, komm. Bam! Los, alle rein jetzt hier. Oh, nicht ganz. Kann man sich hier nicht irgendwo verstecken? Bam, Alter. Der haut hier aber auch einen weg. Scheiße, das war nicht gut. Das war besser. Ups. Oh Mann! Oh, komm schon! Hey, sag mal, wie viele Leute sind denn hier? Oh. Hoppala. Ich hab mich mal kurz hingelegt, ja? Ich hoffe, es ist okay. Ah, scheiße. Scheiße, sieht das ohne Bart aus. Ja, finde ich auch. Können wir jetzt hier bitte nochmal gucken, dass wir hier vielleicht... Sag mal... Zieh dich ins Anwesen zurück. Ich zieh mich nicht zurück. Mein Name ist Vorhaut, ich zieh mich nicht zurück. Na gut, ich zieh mich doch zurück. Ich schiebe den Schrank. Ich schiebe hier den Schrank. Stoßen. Stoßen kann ich gut. Na gut. Ich kümmere mich um alles hinten. Hinten rum. Ey. Guten Tag hier unten. Zack. Auf hier rumzuschreien. Springe durch das Fenster und finde Sadie. Sadie ist so sad. Ja, was geht denn hier ab? Benehmen Sie sich. Oh, ist die gerade verreckt? Ach, die tötet gerade alle. Oh, das ist aggressiv. Die ist schon aggressiv hier noch. Was ist denn mit der los? Die ist ja richtig aggressiv. Kommen Sie noch übers Meer, Junge! Sag mal. Ja, wo ist denn der? Ach, der ist im Wasser. Bist du rausgeblimst? Wir uns mal bitte hinter dem Bäumchen verstecken. Oh, fuck! Gut. Und bei euch so? Ich hoffe, es ist cool. Oh, shit, ey. Unser Meister hat heute unsere Azubine im Neuwagen eingeseift. Also mit Schnee. Ein Kollege stand daneben, guckt mich fragend an. Nimmt sich eine Handvoll Schnee
vom Dach und steckt den Meister voll in die Ritze. Okay. Und wie viele Leute wurden danach jetzt entlassen? Und der Meister kriegt eine Anzeige wegen sexueller Belästigung, oder was? Oder wie läuft's jetzt hier ab? Wie ist denn die Pointe des Witzes? Das ist gar nicht lustig. Oh. Gleich rein. Yeah! Ist euch das übrigens zu leise, zu laut? Sagt mal was. Stand hier nicht eben einer? Ist bestimmt schon bitter tot. Oh, 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 Arznei, bitte! Hau die rein. Oh! Alter, was ist denn mit dir los? Komm her jetzt hier. Nee, jetzt habe ich mein Mützchen verloren. Sag mal, wie aggressiv ist sie denn? Die hat ja wirklich gar keinen Skrupel. Alle tot hier oder was? Guck mal, geht doch. Geht doch. Wie viele Leute habe ich gerade umgebracht? 1 Million? Was hältst du davon, dass jemand, dem ein Fußballclub gehört, eine neue WWE-Konkurrenzliga gründet? Eine Football, meinst du wahrscheinlich erst? Wir müssen dieses Platz cleaned up. Mr. Pearson, Miss Grimshaw, already taking care of it. Wie lange streamst du das? Heute? Bis zum Schluss? Und ansonsten streamst du schon eine ganze Weile. Das ist bestimmt der 7. Stream oder so? Wir müssen meet me near the trolley station. We got work. Shall we? Yep. Das bedeutet Krieg. Das bedeutet Krieg. Martin ist seit 1 Jahr 24/7 live auf Sendung. Okay. Könnte man wahrscheinlich machen, ja. Adler fought braver than any of us. She is driven by powerful forces I scarcely understand. That's what love has done to her, I guess. So, haben wir einen kleinen Eintrag in unser Tagebuch geschrieben. Können wir jetzt weitermachen. Yeah. Dutch von der Linde. So. Jetzt haben wir einen ganz schön weiten Weg zu reiten. Naja, so weit ist er doch nicht. Aber. Lasagne? Das Pferd folgt dir nicht, wenn du im Lager bist. Ach, sowas kann ich auch ab, ey. Was macht denn das andere Pferd da eigentlich für Figurchen? Und wieso kann ich das nicht haben? Das ist doch voll edel, das Ding. Hey. Was geht? Streicheln. Alter. Let's go. Aha. Okay, ich kann drauf reiten. Ist zwar kein Sattel drauf, aber es geht. Das ist mein eigentliches Fleckenlasagne, Paula.
Ist das zwar ein bisschen eifersüchtig wahrscheinlich, aber ich finde das schon ganz edel hier. Schattenfell. So, hallo Qualo. Gefeuert wurde keiner, sie wurde nur mit dem Schneeball hinterhergeworfen. Die offene Tür zur Kundenannahme. Läuft. Seth Rails, 2 Jahre, Alter. Freue mich voll. Auf den Rumble. Hoffentlich geht Finn. Oh, ja, auf jeden Fall, hoffentlich. Ab wann machst du die Pre-Show? Oh, liebe Grüße aus Aachen. Ab 18 Uhr gibt's die Pre-Show. Das Vieh ist echt edel. Nimm den mit, Mann, mach ich. Scheiß auf Zebra, nimm den mit. Warte mal. Achso, habe ich mit meinem mit meinem YouTube-Manager gequatscht. Und weil es ja gestern auch darum geht, von wegen, ja, warum, ich könnte ja auch meine Videos alleine schneiden und so weiter. Und der hat erstmal ein Klappauge gekriegt, als ich ihm erzählt habe, ich mache 3 Videos in der Woche, mindestens 3. Und 2 dann nochmal exklusiv für Kanalmitglieder. Und dann kommen ja noch die Livestreams. Und ich habe ja noch nicht mal vom Gaming-Kanal geredet. Und der erst so, was, Alter? Alter, du machst übelst viel. Und dann dachte ich mir so, das geht doch eigentlich, ne? Aber mal auf normales YouTuber-Leben ist es wirklich viel. Aber muss sein, hilft ja nichts. Wir haben auch noch so ein paar andere Sachen angesprochen, so. Weil, also gerade wir haben auch über diese Raw und Smackdown Reviews gesprochen. Wie man es am besten macht. Weil ich würde die gerne für alle kostenlos zur Verfügung stellen. Und nicht mehr als Bezahl-Content. Aber leider, wir haben das auch nochmal durchgerechnet mit den Zahlen aus dem Adventskalender. Es ist nicht klug. Es würde finanziell einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied machen. Und es wäre einfach nicht klug, wenn ich das jetzt kostenlos zur Verfügung stellen würde. Das würde durch die YouTube-Einnahmen niemals bei rumkommen. Und das ist halt schon ein bisschen scheiße. Dann haben wir halt so hin und her überlegt, wie man es am besten macht. Und wir haben dann so drüber gesprochen, ob man, sonst nehme ich alles umsonst, okay. Ob ich, hallo Roxy, einfach NXT-Reviews dazu mache und dann halt Raw zum Beispiel für jeden kostenlos zur Verfügung stelle. Oder nee, wir haben, am besten wäre es, ja doch, Raw für jeden zur Verfügung stellen und dann könnte man SmackDown und NXT-Reviews als Bezahl-Content anbieten, weil das wahrscheinlich nicht die Masse guckt. Also die Masse guckt wahrscheinlich Raw und nur die richtigen Fans gucken dann wahrscheinlich alles. Also gucken auch Raw, SmackDown und NXT. Das heißt, die Leute, die mich abonnieren, sind ja eh schon ein Zacken härter als der Rest. Und dann, hallo Paul, dann könnte man das ja so machen, dass man halt die NXT und die SmackDown Reviews exklusiv macht und die Raw Review würde dann halt kostenlos für alle kommen. Das ist eigentlich auch eine coole Idee. Würde dann aber auch bedeuten, dass ich halt dann immer auch NXT Reviews machen muss. Oder was ich noch überlegt habe, ist, dass ich, bin ich überhaupt schon da? Nee. Dass ich immer in der Woche, wo Pay-Per-Views waren, also, weil, sagen wir mal jetzt Royal Rumble hat einen großen Hype und dass man dann halt sagt, okay, wenn der Hype sowieso groß ist, dann machen wir halt die Raw und SmackDown Reviews nach den Pay-Per-Views, kommen immer kostenlos für alle und wer dann halt jede Woche die Raw und SmackDown Reviews haben möchte, der muss dann halt das Abo abschließen oder halt Kanalmitglied werden und so weiter. So könnte man es auch machen. Dass man halt sagt, ja, wie gesagt, wenn du es jede Woche haben willst, dann musst du halt abonnieren. Ansonsten gibt es das halt immer, wenn halt ein Pay-Per-View war, weil das halt was Besonderes ist. NXT bringt zu wenig Klicks, glaube ich. Ja, genau, das ist ja das Problem.
Ansonsten könnte man ja sagen, ja, wir machen einfach Raw und SmackDown Reviews weiterhin exklusiv und NXT kommt dann halt kostenlos für alle. Okay, schöne Idee, aber die NXT Reviews haben 8000 Klicks oder so. Also das ist auch in keiner Relation. Warte, wir gucken jetzt erstmal die Zwischensequenz an. But for us all to leave together, we need enough for a boat. Now, I found a friendly ship captain. He's willing to take us to Australia or Tahiti. We just need to pay for passage and give him money for land when we get there. No questions asked. We will disappear, be reborn. Well, where the hell is Tahiti? South Pacific, an untouched paradise. Who lives there? Tahitians, I guess. We made a bit of money on that remote job, but not enough for us to leave and live peacefully. Where's the rest coming from? In there. So we are gonna rob that place. Well, I didn't think we was fixing the plumbing. I don't know if you have noticed, but we are on the clock. I reckon we got a few days before the Pinkerton show, and then look, we're done. Now we need money. Bronte said this place has got money. Come on. Good. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Behave as I tell you, and none of you will die. Annoy me, and you all will. Now remember, we just want money. Don't give me all your money. Leave these fine folks or their valuables. Mr. S, check that right back. Dankeschön. I got this one dying. That's your choice. Okay. Give me everything you got. Quick. Lass die Kohle rüberwachsen. Aber zackig, sonst mach ich euch alle kaputt. Aufmachen, aber zack, zack. I don't think they keep much cash in there. Open it. Meins. 3, 2, 1, meins. There's almost nothing here. There should be stacks of cash in there. He told us there was. Look again. There's no stacks. A few dollars in coins, that's it. Damn. We got a problem. There's a ton of cops out there. Uh-oh! That greasy son of a bitch, he set us up! You think? This seemed like a good time for sarcasm to you, Arthur. We gonna do, gentlemen? Something! The trolley. The trolley! Follow me, gentlemen! Ab in die Straßenbahn. Die Fahrscheine, bitte! Bringen wir hier Leute um, nur weil wir zu blöde waren, richtig auszuräumen oder was? Alter, der kann aber auch schießen, der Junge. Oh. Bam. Und bam. Bam. Seite wechseln. Boah, jetzt kommen sie ja schon mit Pferdchens. Bam. 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 Sonst noch jemand ohne Fahrschein? Bam. Nicht auf meine Straßenbahn schießen. Die hat mir viel Geld gekostet. Oh oh. Ich glaube, sie hat's kaputt gemacht. Oh! Ups und hoppala, entschuldigt alles. Dann ist es nämlich nicht mehr so schlimm. Ups. Oh fuck. Wieso habe ich jetzt schon wieder meine anständigen Knarren nicht dabei? Mann! Ja.
Hier auch in eine Büffellüfte. Mein Kopfgeld wird jetzt durch die gesamten Bullenmorde natürlich größer als das, was wir jetzt erbeutet haben. Das ist einfach, das ging komplett nach hinten los, diese ganze Scheiße hier. Den wollte ich gerade killen. Haben wir da eine Straßensperre errichtet oder was? Boah, ich treffe den nicht. Mensch! Komm jetzt hier. Ja, bitte. Komm schon. Schnell, schnell. Zu blöd zum Laufen, ist echt schon. Ups. Mensch, Leute. Ihr habt doch keine Chance. Seid doch mal ehrlich zu euch. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist kein guter Schutz, aber hier dieses Schild. Boah, ey. Eiskalt ausgewichen. Mann! Oh, Alter. Bisschen zu knapp. Kann ich bitte nochmal irgendwas nehmen, dass ich hier ein bisschen krasser bin? Hier drin ein Schlund. Starke Arznei. Den steig doch mal runter von deinem Hund. Was, wo, wie, was, was? Bam. Zack. Zack. Kein Ding. Mats. So, sonst noch was? Sag mal, so viele Polizisten kann man gar nicht haben hier. Ups. Jetzt geht er erst in Cover, natürlich. Bam! Ich bin mit meiner Pistole, Alter. Ich bin der Krasseste. Ach, Mann. So. Gut, Armor und Zauber. Na, Alter, kommt rein, followt und taut ein Abo raus. Alter, wie geil bist du denn drauf? Ganz frisch am Start. Ob sie erstmal ein Abo reinknallen? MXRVXN. Grüße dich. Max. Max Arbenaxen. So, abhauen. Zack. Zack. Oh. Lässt sich der andere Typ da auf dem Wagen sitzen. Ups. Das war ein bisschen drüber. Verzeihen Sie bitte. Hey! What? Hier ist einer drauf! Alter. Jetzt geht's ja wohl los bei euch hier. Ihr habt wohl zu gut gegessen. Nicht aufs Pferd schießen, das macht man nicht. Sag mal, wie viele gibt's denn hier?
Ey. Hä? Was denn jetzt? Ich kann nichts machen. Hä? Was war das schon wieder für eine Teufelei? Boom! Oh, das war nix. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, nicht? Okay, warte, ich gebe mir gleich einen Chat. Mach doch mal den ganzen Stream auf Ostdeutsch. Es wäre lustig, wenn du das machst. So, das wollte ich nicht machen. Seemed like a good lead. I know, but well, we made it. Thanks to you. Don't mention. Yeah, you're a good kid. Weiter mit dem neuen Pferd erstmal zum Steuer müssen. Falls das nicht jetzt schon zu spät ist. Dann lieber NXT Reviews, hat Roxy geschrieben. Power of Love erhält in Zukunft einen Push. Mal ganz ehrlich, ich denke auch, dass du ein paar Videos als Special Content nehmen solltest. Dafür zahlen die Leute ja auch. So, wie du es machst, ist es schon okay. Ja. Natürlich ist es schon okay. Es ging ja auch eher darum, dass ich halt auch gerne... Ne? Dass die halt die Videos halt sehr gut ankommen in der Öffentlichkeit. Schau mal eigentlich alles Raw, SmackDown, NXT, so muss das sein. All Elite Wrestling Reviews, ja genau. NXT und NXT UK. Ich verstehe den AEW-Hype nicht, sie werden wie WoW enden. WoW? Women's of Wrestling oder World of Warcraft? Zusammen mit Raw und SmackDown in einem Video. Nee, da, zusammen mit Raw, mit SmackDown in einem Video, das geht nicht. Weil, die Videos sind ja so schon viel zu lang. Vince hat knapp 3 Billionen und die Khan-Familie fast 7 Billionen. Ja, da ist auf jeden Fall Kohle hinter. Ist dein neues Pferd jetzt nicht weg, weil du nicht im Stall warst? Kann schon sein. Warte mal, wir pfeifen mal, mal gucken, was passiert. Weil da müsste jetzt eigentlich mein Paula Lasagne müsste jetzt eigentlich wiederkommen. Oh. Irgendwas kommt da. Jo, das ist Paula. So. Meint ihr, AEW ist wirklich eine Konkurrenz? Ja. Schon alleine aufgrund der Geldsache. Und wird in einem Jahr verfliegen und dann wird die WWE übernommen. Nee, denke ich nicht. Ich glaube, die machen da schon was ganz Gutes draus. So. Immer aufs Pferd schießen, damit es lecker Sauerbraten gibt. Aber es gibt doch Lasagne. Wo kann ich die WWE-Reviews sehen? Hier auf Twitch. Du bist ja Abonnent, also einfach oben. Also wenn du jetzt im Vollbildmodus bist, müsst du den mal kurz ausmachen. Und dann steht oben Videos. Wenn du mal Handy bist, steht da irgendwo anders an... Irgendwo steht da Videos. Oder du hast einfach twitch.tv/martin_roro/videos. Dann kommst du auch dahin. Und da kannst du das alles sehen. Wie werde ich Sub? Du bist schon Sub. Kann aber sein, dass du das geschenkt bekommen hast oder so. Wenn du nämlich so eine Frage stellst, dann geht das natürlich. Oder im Community Sub bei YouTube, wenn du Kanalmitglied bist. Das geht auch. Ja, es ging halt nur einfach wegen der YouTube-Sache halt. Ich wollte halt gerne, dass die Raw SmackDown Reviews halt für alle wären, weil die dann halt mehr Klicks hätten.
Natürlich damit verbunden hätte man auch wieder die Möglichkeit auf mehr Reichweite, weil die, glaube ich, ganz gut ankommen. Also auch so, da kann man halt drüber diskutieren. Da kannst du in die Kommentare anständig schreiben, wenn was Cooles passiert. Glaube ich, werden die auch gut so an sich auf YouTube gerankt. Und du hast halt wieder die Möglichkeit, neue Zuschauer zu generieren, was ja nun mal auch eine gute Sache ist. Deswegen würde ich das halt auch gerne kostenlos für alle machen, aber ja, irgendwas brauche ich halt noch exklusiv. Und da wäre ja die Idee, dass man halt Raw kostenlos macht. Also halt die Idee 1, Raw ist kostenlos, SmackDown und NXT ist für Kanalmitglieder. Oder alle, also Raw und SmackDown sind kostenlos für Kanalmitglieder, aber halt nur einmal im Monat. Es ist kostenlos für alle, aber halt nur einmal im Monat, immer nach den Pay-Per-Views. Und die restlichen 3 Wochen ist dann halt Bezahl-Content. Oder Raw und SmackDown ist beides Bezahl-Content, wird aber nach der deutschen Ausstrahlung für alle freigegeben. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass man es halt hochlädt, dass es nicht mehr exklusive Videos sind, sondern exklusiver, vorzeitiger Zugriff auf die Videos. Das würde halt auch gehen. Das sind halt Möglichkeiten, die man machen kann. Ja, und dann würden halt alle Leute müssten dann halt warten, bis denn die Videos halt kommen. So, das wäre auch, das würde auch gehen. Das sind halt die Möglichkeiten, die ich habe. Oder alles bleibt, wie es ist. Aced Torben oder Acid Torben haut einen 3 Monate Resub raus. Und Vizzo ist 16 Monate schon am Start. Moment mal. 3 und 16? Austin 316! Roxy haut erstmal Follow raus. Guten Tag. Erstmal. So, jetzt können wir wieder hinreiten hier. Aber ich würde gerne mal Dings. Postkutsche, Postmeisterei. Ich würde nämlich gerne mein Kopfgeld bezahlen. Ich muss nur bis zur Post kommen. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Versuchen es mal. Bist du glücklich mit der Smilodox-Kooperation? Ja, sehr. Vor allen Dingen freut es mich auch, dass es sich für die lohnt. Weil ich hatte ein bisschen Angst, als ich das angegeben habe oder angefangen habe, dass ich mich halt darüber freuen kann, weil ich halt die Sachen gesponsert kriege und die dann halt denken, yo, der Penner bringt uns einfach mal gar nichts, weil seine Zuschauer einfach unseren Kram nicht kaufen. Und dann bringt es halt einfach auch für die als Firma nichts. Warte. Und sofort bin ich wieder dran. Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht... die ganze Stadt sucht mich, Alter. Ich bin hier... Guckt euch das an, Alter. Scheiße! Lasagne, Alter, gib Gas. Gib Gas. Die ganze Stadt brennt, wenn ich hier durchrenne. Scheiße. Halt deinen Kopf unten. Ich will nicht, dass du drauf gehst. Lasagne! Oh, warte. Warte, das Pferd ist kurz vorm Ausflippen. Was ist denn das für ein Ding? Das hier, oder was? Ja. Und jetzt aber zackig. Alter, die kommen alle hinter mir her. Fuck! Nein! Lasagne! Nein! Das war die dümmste Idee ever, Alter. Was ist denn hier los? Scheiße. Ist mein Pferd jetzt tot und ich? Ist mein Pferd jetzt dauerhaft tot? Bitte nicht, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß. Oh, Gott sei Dank. Oh, Lasagne, du lebst. Brav.
Okay, der Schuss ging nach hinten los. Warum reitest du auch mittendurch? Ja, mittendrin stand nur dabei. Aber wie hätte ich das sonst machen sollen? Es ist nun mal... Soll ich hier außen lang reiten oder was? Bin ich denn überhaupt? Ach da. Wie soll ich da sonst hinkommen? Ich muss eh einmal durch. Die Post ist halt da. Oder kann ich auch bei einer anderen Post mein Kopfgeld hier bezahlen? Geht das? Würde das gehen? Das wäre sehr, sehr cool. Oh, warte mal. Ich sehe gerade, dass hier überall mein Kopfgeld ist. Das heißt, eigentlich müsste das funktionieren. Wenn ich zum Beispiel in dieser... Kann ich an der Postkutsche auch bezahlen? Na komm, dann machen wir lieber weiter. Das geht nach hinten los. Jetzt muss ich mein Playstation wieder anschließen, um Red 2 zu zocken. Wieso ist denn die nicht angeschlossen, deine Playstation? Was hat die dir denn getan? Warst du überrascht, als die ankamen? Wer sind denn die? Die gelben Engel? Uwe persönlich dir das angeboten. Achso, ne, ich habe mit Uwe schon mal so über die Streams also da ich auch bei ihm Abonnent bin, habe ich halt immer schon mal gefragt, ob das geht und so. Und er kennt ja meinen Kanal. Also kannte den auch schon vorher. Und hat dann halt fand das keine schlechte Idee. Und dann, ja, habe ich dann irgendwann mit den... Ich glaube, ich habe dann eine E-Mail bekommen von SmileyDogs. Und, also mit einem der Mitarbeiter. Und die, dann haben die mich angerufen, haben wir uns einen Deal ausgemacht, mit dem alle glücklich sind und ja, so kam das denn. Weil du mitgestorben bist. Ah, da habe ich auch noch ein Schwein gehabt. Was hältst du von Subnautica? Finde ich an sich cool aussehendes Spiel, aber ist mir auch zu viel, um selbst zu spielen. Wo ist übrigens immer noch dein Sub? Achso, das kommt ja. Kannst du auch bei jeder Postmeisterei bezahlen. Okay, warte mal, dann muss ich mal gucken, ob ich eine andere Post finde, die mein Geld haben will. Postmeisterei. So, also die können wir nicht nehmen. Die können wir noch nehmen. So. Kein Subnautica Stream. Pepe Hands. Was auch immer Pepe Hands sind. Nee, gibt's nicht. Bester Mann. Danke dir. Ja, übrigens, Nike Junge, auch am Folgen. Willkommen. Ja. Wegen den YouTube-Kram. Ja, das sind halt die Überlegungen, die ich halt hatte, wie man das halt am besten macht mit den Reviews. Weil das ist halt so eine Sache. Die Reviews haben hier auf Twitch 300 Klicks. Und auf YouTube 30. So. 330 Klicks. Und man macht ja eigentlich in erster Linie Videos, damit sie geguckt werden. Und das ist halt irgendwie kacke. Dass sich keiner guckt. So, ne? Natürlich ist es Bezahl-Content. Natürlich gucken das dann natürlich nur die Leute, die dann halt auch sagen, ey, ich supporte dich. Und ja, das ist halt so. Aber New Hawkeye, willkommen im Stream. Aber das ist halt schwer. Ich habe ja überlegt, ob man das so als Ziel setzt. So von wegen, wenn ich 1000 Abonnenten auf Twitch habe oder 1000... Abos mit den Mitgliedern zusammen, also wenn ich auf 1000 komme, dann haue ich den ganzen Scheiß kostenlos raus. Aber wie gesagt, wenn ich das kostenlos machen würde, würden ja die 1000 Leute sagen, wofür bezahle ich jetzt noch Geld? Tschüss. Das wäre dann auch kacke. Also es ist ein schwieriges Thema. Guck mal, wie die Haare meines Pferdchens nach oben steigen. Naja. Mal beim Manova WWE-Event gesehen, habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. War im Februar.
Schön. Das ist schlecht. Dabei bin ich doch, ich fahre nur zu diesen Live-Events, damit ich euch Zuschauer treffe. Mir ist das voll egal, was da im Ring passiert. Ich habe das schon 2000 Mal gesehen. Ich kenne die Hausshow-Sachen, kann ich mitspielen. Von daher, sprecht mich an. Dafür fahre ich dahin. So, jetzt würde ich hier gerne mal alle Herzen verkriegen. So. Kopfgeld bezahlen. Zack und zack. Judy, dankeschön. Und alle deine Sünden sind bereinigt. Ich fühle mich wie in der Kirche. Mit ein bisschen Geld verzeiht dir Gott natürlich. So. Karte Dutch. Da müssen wir jetzt als nächstes hin. Auf geht's. Abgesehen davon ist Martin in Real Life voll der Nette. Ach du Scheiße, das stimmt ja wohl nicht. Aber wenn du Bock auf Wrestling-Training hast, kann ich dir das auch nur empfehlen. Komm in meine Wrestling-Schule. Weil wenn du schon in Hannover zum WWE-Event gehst, dann sollte das eigentlich auch für dich im Bereich, im erreichbaren Bereich sein. Darf Walter seine Jobs in der WWE machen? Bei NXT UK, ja. Gehe ich davon aus, dass das kein Problem ist. Wenn er jetzt aber wirklich in den Main-Shows oder im in den Main-Roster sein würde, wo er ja schon gesagt hat, das will er gar nicht, dann dürfte er die so nicht mehr machen. Ja. Wenn du in Lübeck bist, auch Sonntag da oder nur Samstag. Bist du auch Sonntag da oder nur Samstag? Ist das wieder so ein Doppel-Event? Keine Ahnung. Ist das ein Doppel-Event, Berserker Beast? Hast du eigentlich mal das VIP-Event mitgemacht? Hast du da eine Chance auf einen Topstar oder eher sowas wie Zack Ryder? Eher sowas wie Zack Ryder, aber ich finde Zack Ryder ist super. Also meistens ist es so Bray Wyatt, Matt Hardy, was zum Beispiel beim letzten Mal. Natalia, sowas halt. Also Randy Orton wird da nicht rauskommen. Wärst du denn das nächste Mal wieder in Hannover dabei, wenn die WWE dort ist? Natürlich. Ich bin jetzt auch in Magdeburg dabei. Das mit Start gedrückt halten hast du immer noch nicht raus, oder? Start gedrückt halten? Achso, das. Nee, das habe ich immer noch nicht raus. Warum krachen die Shops von Walter? Wo? So wahrscheinlich. Warum die so krachen? Weil er die durchhaut. Weil er die durchzieht. Warst du mal in Trier? Keine Ahnung. Durchgefahren? Weiß ich nicht. Treffen ist so eine Sache, wenn man hier ist. Schreibt fallen einen haufenweise Sachen ein, die man nicht fragen kann. Aber wenn man vor dir steht, ist es so gepackt, dass man kein Wort rausbekommt. Im Nachhinein immer ärgert. Ja, dabei bin ich doch nur so ein verschissener Dreckstyp. Also man muss ja wohl wirklich nicht aufgeregt sein, wenn man mich sieht. Ich bin doch ein stinknormaler Bastard. Ich bin doch nix. Jetzt muss ich hochgehen, nur um zu Judge zu kommen. Kann ich nicht mal die Treppe runterkommen, wenn ich hier durch die Gegend renne? Auf Becky, da war ja in Dublin sie und sie ist dabei. Ah, cool. Schon mal einen Job von Walter kassiert? Schon mal einen Job von Walter kassiert. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe zwar schon zweimal mit Walter trainiert, aber ich glaube nicht, dass er mich da gechoppt hat. Aber von Spalter habe ich schon einige Jobs kassiert. Dann habe ich eine zweite Chance, dich anzusprechen. Kannst auch in meine Wrestling-Schule kommen. A deal with business the right way. We don't need to take revenge. We hardly know the guy. This ain't about revenge, Hosea. Angelo Bronte don't mean shit to me. This is about the fact we are planning to rob a bank in his town. A
bank that he no doubt protects. A town where his men are gunning for us. Before we do that, we need to put him out of commission. I disagree. There's always an easier way. There ain't no easier way. Now, I know his type. He is a vindictive little power broker who rules by fear. Now, we pull that stunt in his cesspit of a town, we're doomed. You want to leave this place? Leave this country? We need that money. Just don't feel good, Dutch. This is it. This is the last job that we are ever going to pull. Before the year is out, we are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital, and we need to leave. You know it. I know it. Forgive me if I can't think too much about the mango harvest. This is it. Trust me. Arthur. If it's business, well, business is business. Angelo Bronte stands between us and our future. You'll damn us all. Arthur, come on. You better be right about this one. I am. Na gut. I've heard that before. Hier kommt jemand aus Trier. Guck mal, haben schon jemanden gefunden. Bei Autogrammwünschen wollen manche Wrestler sogar Geld dafür haben. Ja, weil die alles versuchen, um irgendwie über die Runden zu kommen. So. Wo ist deine Wrestling-Schule? In Halberstadt. 2 Stunden Fahrt, ja moin. Wenn du so schon anfängst, dann bist du raus. 2 Stunden Fahrt zum Wrestling-Training ist nix. Nix. Also ich bin schon 3 Stunden, 4 Stunden gefahren zum Wrestling-Training. Also von daher, das sollte eigentlich nicht das Problem sein. 2 Stunden ist immer noch so ein Rahmen, den kann man mal jede Woche fahren. Und zumal, wenn du aus der Nähe von Hannover bist, fährt ein Auto aus Hannover jede Woche. Das heißt, wenn du sagst, du kommst oder du hast Bock drauf, dann musst du nur bis nach Hannover und den Rest wirst du gefahren. Von daher sollte das nicht das Problem sein. Or revenge for what happened at the trolley station. Both. Neither. What does it matter? We need to hit that bank. And Bronte has the police and just about everything else in San Diego. Die Jobs von Spalter so hart wie die Verwalter? Ja, würde ich schon sagen. Also das ist denn eine Relation, die macht dann auch nicht mehr, die macht den Kohl auch nicht mehr fett. Die härtesten Jobs während eines Matches habe ich allerdings von Robert Kaiser abbekommen. Da war ja meine komplette Brust offen und hat geblutet. Während des Matches musste Matze rausgehen, der saß dann noch im Publikum. Da musste Matze rausgehen, weil ihm richtig schlecht geworden ist. Also von daher... ja. Aber da bin ich momentan auch auf einem Level, wo ich sagen muss, so zu choppen, finde ich äußerst bedenklich, da ich jetzt weiß, wie man choppt, wie man richtig choppt. Und deswegen bin ich nicht so ein Fan von diesen, dieser Art von Jobs. Hilft es mit dem Wrestling-Training bzw. anfangen, wenn man schon mal eine andere Kampfsportart gemacht hat, in dem Fall Judo? Asinio, es ist nicht schlecht, aber Judo ist manchmal ein bisschen schwierig, weil beim Judo hat man andere Fallschule als im Wrestling. Und dann muss man, ist zwar schon mal gut, dass man Fallschule beherrscht, aber sie ist ein bisschen anders. Und da muss man sich erstmal umgewöhnen. Das ist aber auch kein Problem. Okay, so wäre das voll okay. Eine Stunde ist echt machbar. Siehste? Also, Blues, wie alt bist du? Now, my friend.
Jetzt ehrlich, NXT Reviews gucke ich nicht, weil ich meistens nur einmal im Monat gleich 4 Folgen gucke. So geht es mir eigentlich auch, Silver Nero. Das müsste sich denn ändern, wenn ich das mache. We were hoping you could row us in quietly one evening around the back of his house. If anyone can, I can. We'll pay you for your trouble. If you're bringing him trouble, it won't be no trouble for me. Good. My business partner, Jules, he's out on the skiff. I need to check with him. Plus, I need to check the traps. Would you come with me? Of course. Klar. Ich mach doch alles. Why not? Kannst du die COW empfehlen? Wrestling-Schule in Rheinland-Pfalz wäre... Nächste wäre WXW, aber so 4 Stunden Fahrt und das ist nach Arbeit nicht möglich, wenn um 19 Uhr Training ist. Korrekt. COW war ich mal. Also war ich mal bei einer Show und fand die sehr, sehr cool. Die Leute waren cool. Die Show war cool. Die Verpflegung war cool. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Kann aber nicht zum Training sagen, weil... Da war ich ja nicht dabei. Aber fahr mal vorbei. Ein Probetraining ist immer kostenlos. Geht mal vorbei, guckt euch das mit an und wenn ihr sagt, Alter, das ist mir zu anstrengend, das ist nichts für mich, dann geht da wieder. Ist okay. Es fuckt richtig ab, dass sich Leute aus meiner Klasse lustig machen, dass ich ein Problem mit der Rechtschreibung habe. Ja gut, aber dann arbeite doch daran. Aber das ist halt auch so ein Problem, dass du halt in der Schule schreiben kannst, wie du willst. Wenn du schreibst, es fuckt dich ab und du schreibst ab mit AP, das ist natürlich schon krass. Aber ich glaube, heutzutage ist es sogar erlaubt. Und das ist das eigentlich Traurige dabei. Aber dann hast du was, an was du arbeiten kannst. Das ist doch... Ist doch auch okay. 21 ist er. Perfekt. Hast du denn ein Auto oder so? Kannst du nach Hannover reinfahren und dann da mitgenommen werden? Wäre das für dich möglich? Schön an einem Sonntag gemütlich aufs Sofa setzen, 4 Folgen NXT, 5 Folgen Tour 5 Live gucken. Das kann man mal machen, ne? Und da am Thron... Karo Tech. Stehen wir hier alle im Wasser. Ist ja super. Liegt es daran, dass man beim Judo sieht, dass man den Sturz absichtlich abfedert? Und es ja beim Wrestling so aussehen soll, dass man sich wehtut? Nee, es sind eher so ein paar Rollen zum Beispiel. Rollen werden im Wrestling ein bisschen anders gemacht als im Judo und sowas. Aber das kriegt man relativ schnell rein. Hast du eigentlich den Namen deiner Promotion rausgerückt? Nope. An welchem Tag? An Sonntag. Kannst du mir nicht erzählen, dass du am Sonntag was zu tun hast. Hatte Probetraining bei der WXW, war richtig gut. Aber das Wochenende hat mich mit Zug und so weiter ca. 300 Euro gekostet mit allem drum und dran. Jede Woche zu krass, aber Training an sich war schon super. Ja gut, das ist natürlich wirklich ein bisschen krass. Fummelt denn der da rum? Was? Kaputt. Guess something didn't want to be caught. My God. So it's true. What is? There's been talk of a big old bull, but people talk a lot of nonsense. I guess this was. No, but only something huge could do this.
Fantastic. Let's hope it bites you first, Dutch. Should we just keep moving? I don't really want to hang around here much longer. All right. I suppose this can wait. Let's go. Hier sind Alligatoren. Das finde ich aber nicht lustig. Butlers, grüß dich. Ich freue mich natürlich gleich auf dein kostenloses Prime-Sub. Aber ja, es wird Rumble Live Reactions geben. Oh, fuck. Ich hole schon mal die Knarre raus. Ich flieg mal meine Knarre. Mal nebenbei, ich weiß nicht, was ihr jetzt macht. Ich mache erstmal meine Waffe sauber. Ich hoffe, das ist für euch alle okay. My God, there's no shortage of them. Good evening. Us or them? Exactly. Come on. Oh oh. Nicht gut. We really should have run into Jules by now. I reckon we should split up so we can search both sides. Okay, Arthur, since you appear so at home here, you take the right. We'll go left. What? Just keep your eyes open. Toll. Finde Jules. Na, dann mal los. Ist ja nicht so, dass ich nicht ohnehin schon fast tot bin. Weil ich vergessen habe, mir irgendwas zu besorgen, um meine Gesundheit aufzupimpen. Scheiße. Nichts gebracht. Schon. Ich will nicht gefressen werden. Hey, someone there? Jules? Hello? Ich hab was gehört. Der ist da oben im Baum, oder? Ist er doch. Was macht denn der da? Over this way. Hey, you in a tree. What are you doing? There's a monster. A monster. You okay up there? There's a monster. Where? Mastiff, it nearly ate me. And where'd he go? It's up there. What? Biggest I ever saw, big and nasty. Uh-oh. Knocked me off the boat and chased me over here. You must be Jules. Yes. Where is the boat? Over there. I ran. Okay. And where'd this monster swim off to? Nicht gut. I got the scare. It's over here. Stuck. Alter, sind wir schon. Got it loose. Come. Good man. All right, let's get back to the dock. Yes, please, let's go. Alle rennen in die Hütte hier. Bin schon mal auf alles vorbereitet hier. Who are these fellas, Thomas? Two new friends of mine. I'll explain later. Jules, we are very happy to have finally made your acquaintance. I thought I was gonna be out here all night. What you doing hiding up in the tree, boy? This gator was huge. Schade, Mittwoch bereits Fußballtraining, Sonntag geht bei mir nichts. I
Erstens, scheiße Fußballtraining. Und zweitens, sonntags, da muss ein bisschen was drehen. Es klappt schon. Es hilft alles nichts. Tobi, da grüß dich. Muss bei euch Trainingsbeginn um 13 Uhr. Was hältst du eigentlich von Lex Ken? Ich finde, der hat mega die Ausstrahlung, könnte was werden. Lex Ken? Keine Ahnung, was das ist. Lex.ken? Kann leider nicht mehr mein Prime abonnieren, weil ich Student geändert habe. Sorry. Ah, schade. So, Juice ist jetzt hier leider von uns gegangen. Deswegen würde ich sagen, aus dem Ruderboot steigen. Na los, komm. Den hole ich mir. Rette Jules. Komm schon. Ich rette dich, halte durch. Gerade weil ich auch so viel Energie habe selbst. Das ist richtig klug. Aber ein Schuss und dann geht das schon. Oh oh. Hä, wie wird denn der hier weggezogen? Was? Da ist er. So geht's auch. Das kann nur nach hinten losgehen. Weil warum will der Alligator immer den Typen fressen, nicht mich? Oh oh. Irgendwas ist hinter mir? Mach keinen Scheiß. Schnell, schnell. Aber hat er noch ein Bein? Ja. Ist er jetzt tot? Oh oh. Oh oh. Keine Ausdauer mehr. Das war zu einfach. Okay. Sofern er noch da hinten ist. Erledige den Riesenalligator. So, jetzt wechsle ich auf meine kleine Schrotflinte. Mann, ich wollte ihn töten. Uhrzeiger sind den Verband anlegen. Ich wende mich Arzt. Oh. Alter. Okay. Guess who's back? Back again. So, warte, jetzt gehen wir hier wieder auf Dings. Mann! Steven O'Seal haut 2 Jahre Reset raus. Geil, dankeschön. Sorry, Jules.
guess all them stories was true. Big and bad. Zwei Jahren kann ich auch in eine Wrestling-Schule kommen, dann bin ich. Dann bin ich 14. Ach du Scheiße. 14. Digga, schreib doch einfach die Zahl als Zahl. Wie komme ich dahin? Can we get some help? Jules been bitten. Oh my God. There's a monster out here. He's been bitten, but he's alive. Würde jedenfalls nur sagen, dass ich schon seit 10.000 Abos auf YouTube kenne. Ah, cool. Dass die gute Socke dann eben nicht verändert hat. Trotz steigenden Abo überhaupt nicht abgehoben bist. Naja. Kann man denn abgehoben sein bei 100.000? Weiß ich nicht. In welchen Tagen? Wer hat da Zeit? Na, sonntags hat man doch wohl Zeit. Du musst den neuen Dash Wilder Twitter anschauen. Den neuesten Dash Wilder Twitter. Was heißt das? Schick einen Link. X-Ken, so nennt er sich. Kein Plan, wie er ihn echt heißt. Denke Alex oder so. War auch beim Tryout gewesen. Beim WWE-Tryout? Oder Lex Ken? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall, war der scheinbar noch nie da gebucht, wo ich auch gebucht war. Wärt ihr auch dafür, dass Martin während eines Pay-Per-Views streamt? Das könnt ihr gerne mal abstimmen, aber ist ja auch scheißegal, weil ich werde das am Sonntag auch machen. Wir werden wieder Live-Reaction machen bei dem wunderbaren Royal Rumble. Kann ich jetzt hier irgendwas kochen? Ach, guck mal. Das möchte ich gerne kochen. Großwildfleisch. Besser als Link. Essen. Nice. Nochmal kochen. Bringt das was, wenn ich schnell drücke? Nö. So, das möchte ich jetzt aber lagern. Nochmal kochen. Das kann ich jetzt so oft machen, wie ich will, oder? Max Hilfer, grüße dich. Sonntags geht man in die Kirche. Ja, aber nicht mehr um, um eins. Collectors Edition gekauft, wie Raw und SmackDown. Hast du von dem WWE auch damals die Collectors Edition gekauft? Na, was heißt denn damals? Also die aktuellen schon, ja. Muss ich 3 Stunden schlafen, damit ich bis 6 Uhr durchhalte. Bin alt. Ach, alles noch kein Alter. Zockst du Smash für die Switch? Wenn ja, kann man mit dir online zocken. Ich zocke nicht Smash für die Switch. Und deswegen kann man das auch mit mir nicht online zocken. Wie viel kann ich denn davon bauen, sag mal? Ah, jetzt geht's nicht mehr. So, was können wir noch machen? Ich habe aber relativ viele Vorräte, oder? Wo habe ich denn so viel Fleisch eigentlich? Jetzt such dir wieder so ein fettes Pferd. Ein fettes Pferd. Fahre ich zur Arbeit. Ich fahre Freitag wieder zurück zu Frauenkind. Achso. Na gut, dann ist das natürlich blöd für dich. Welche Nummer hast du beim Rumble? 31. Ich wollte gerade nochmal fragen, wegen Undertaker von ca. 2000, da hattest du ja mal was gesagt, wegen einem Unboxing, oder? Undertaker von ca. 2000? Wie genau? Ach so, wahrscheinlich eine Figur unboxen, oder? Wenn, dann kommt das noch. Wenn ich die Figur noch habe, kommt es noch. Hallöchen, Nami, grüß dich. Du streamst bereits während eines Pay-Per-Views, beendest du nicht sonst immer kurz vom Pay-Per-View? Ja, sonst immer schon, aber nicht beim Rumble. Rumble wird weiter gestreamt. Chapter! 8 Monate Risa! Geil, dankeschön. Noch 3, dann gibt's ein Giveaway.
So, jetzt können wir auch hier nichts mehr kochen. Bringt das was, wenn ich jetzt hier alles fertig koche? Oder eher nicht? Aber was soll ich denn sonst damit machen, oder? Oder wird das schlecht, wenn ich es dann nicht esse? Ist ihr jetzt eigentlich bei NXT UK unter Vertrag? Von der Woche gab es sogar 2 Posts und dann nichts mehr gehört, als ob die fake waren. Geh mal davon aus, ja. Einfach Wrestling ohne Training machen. Nein, das sollte man nicht tun. Wenn du das machst, wirst du wahrscheinlich sowieso nicht gebuckt. Also von daher... So, es hat geleckt. Also, nein, ich hab das, ich spiele nicht Smash auf der Switch. Jetzt feiern wir, wer würde ich im Dream beim Rumble als Kenny Omega, rauskommen? Das, ja, lustig. Woran liegt das, wenn ein Lüfter bei einer CPU mit 60 Grad fast so laut ist wie ein fucking Staubsauger? Das liegt daran, dass deine CPU sehr laut ist. Stimmt gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht. Da gibt es andere Leute, die da wahrscheinlich mehr Ahnung von haben. Aber vielleicht eine bessere Kühlung oder einen besseren Lüfter. Jetzt koche ich hier die ganze Zeit. Scheint lagern. Ich wette, das wird alles schimmelig, wenn ich hier die ganze Zeit das schon fertig mache. Ich glaube nicht, dass ich das so machen kann. Doch, das geht schneller, wenn ich X drücke, oder? Nee. Wenn du nur den Stream schaust, ist 60 Grad auch nicht gerade wenig. Ja, dann wird es wahrscheinlich damit zusammenhängen. Schimmeliges Essen für den Schimmel. Wird Batista jetzt eigentlich bei der WWE auf oder kommt da noch was? Da kommt noch was. Warte mal noch 3 Wochen und dann kommt da auf jeden Fall noch was. Vielleicht nicht 3 Wochen, aber in den nächsten 3 Monaten auf jeden Fall. So, jetzt haben wir wieder sehr schönes Essen dabei. Und dann temporäres Pferd. Ach, guck mal, da steht's. Wie kriege ich das da? Ach ja, ich bin ja gar nicht mehr. Das ist mein krasses. Lass mal versuchen, das zu holen. Ah, Scheiße. Sorry. Das kam out of nowhere. Als Drax, das wäre auch lustig. So, na dann gucken wir mal, ob wir das Pferdchen irgendwo noch finden hier. Sehen, ich muss sie durch. Ach, eigentlich können wir doch voll Kit geben, oder? Wenn wir da sind, ist doch eh. Wechseln wir doch eh das Pferd. Kann ich von der Straßenbahn eigentlich umgefahren werden? Das ist nicht testen. Guckt's euch an! Da ist es! Grüße dich, Mano. So, jetzt also zum Stall, ne? Stall, 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 Stall. Pferdehehler? Naja, fast. Schlachter, fast. Stall, hier. Da müssen wir hin.
So, auf geht's. Wow, holy Macaron. Das war auch nicht nett. Weiß nicht, warum ich da jetzt runtergefallen bin. Kann ich gar nichts dafür. So, hier muss ich rein. Grüße. Wenn du deinen Sattel verlierst, wie kann das denn passieren? So. Wieso ist das zu dünn? Ist geil. Steilen. Hier, da ist mein anderes. Und das hier haben wir auch noch. Hm. Alle nicht so geil. Kein freier Platz. Und wie kann ich das jetzt... Wie kann ich da jetzt irgendwas machen? Hä? Was muss ich denn machen? Komisch. Ich könnte, wenn ich einen YouTube-Kanal machen würde und ich den Namen meines Lieblingswrestlers nehmen würde, dann würde er Finn Bärle heißen. Und hättest du sogar schon Finn falsch geschrieben. Ich weiß, du hast Probleme damit, wenn dich alle ausmotzen wegen falsch schreiben. Aber ey, arbeite daran. Du wirst merken, wenn du... lesen, übrigens lesen. Lesen bildet. Das ist für dich deine Aufgabe. Lies mehr. Weil wenn du mehr liest, dann merkt sich dein Gehirn besser, wie die Wörter geschrieben werden. Und dann kannst du besser schreiben. Von daher ist das Rätsels Lösung für dein Problem mehr lesen. So, ich verkaufe jetzt hier dieses Ding hier. Jetzt kann ich das hier reinstellen. Gucke mal. Aufsatteln. So, jetzt haben wir's. Ausrüsten. Aber bringt das irgendwas, wenn ich krassere Sattel kaufe oder sowas? Bringt das alles irgendwas? Sind die jetzt hier schon dran, diese ganzen Sachen, die ich habe? Aussehen. Mähne. Natürlich auch wieder lang. Warte, hier. Guck mal, das sieht nice aus. Das sieht gut aus. Lassen wir so. Pflegeleistung. Pferd umbenennen. Lasagne. So. Das denke ich auch. Gut. Nehmen wir. Na, passt schon. Abhauen. Yay. Pferdchen. So, jetzt muss ich dahin. Zu Dutch. So, Verkauf 1 habe ich gemacht. Bei minus 7 Grad wandern. Oh, das ist ja ekelhaft. Fährst du auch so Auto? Klar. Du sollst ein fettes Pferd holen. Ein richtiges fettes, mit dem du alle Viewer gleichzeitig satt bekommst. Oder eher, indem ich mich in schlechten Zeiten nochmal reinlegen kann. Ungespielt fragt, ob ich Fußball mag. Nein.
Hoppala. Das tut mir leid. So, wir sehen uns Donnerstag. Hau rein. Martins Buch würde heißen Männer und Frauen oder doch nur Männer? Ne, mein Buch würde heißen Frauen, die Geißel der Menschheit. Das habe ich aber schon mal hier angeteased. Die wollten mich ausrauben. Irgendwer hat's gesehen? Wie, wir hatten das gesehen? Wir müssen uns doch gleich drum kümmern. Immer alle Zeugen beseitigen, das ist ganz wichtig. Ups. Ich war's nicht. Weiß nicht, wer sowas macht. Ich würde das nicht machen. So. Bestseller, Kappa. Wäre ein Bestseller. Und auf dem Index. Auf dem Index wäre es auf jeden Fall ein Bestseller. So. Sind wir doch schon fast da hier, oder? War das nicht schon? Ja. Stopp. Lasagne bleibt kurz hier. Ich muss hier mal eben durchs hohe Flüsschen warten. Was ist Tahiti like anyhow? I have no idea. But I hear it's paradise. Die müssen sich auch so denken, was ist denn mit diesem Typen los? Alle laufen ganz normal und er kommt hier durchs Wasser. Was ist denn mit dem los? Hat der eine Maise oder was? Komm hier nicht hoch. Komm nicht hoch. Halt wieder auf dem End. Jo. Lass mich rein. Wieso kann ich nicht in das Boot? Toll. Es geht nicht. Der klettert hier nirgends hoch. Kurz duschen, nehme ich mit, besser ist das. Irgendwann muss Les nochmal verlieren. Ja, WrestleMania. Besser wäre natürlich am Sonntag, aber wenn es besser wäre, heißt das nicht, dass es auch so passiert. Aber für die WWE wäre es besser. So, jetzt. Ja, ja, ich war auch vorher noch gar nicht hier. Bin jetzt das erste Mal hier gewesen. Isst du gerne Toskana-Bällchen? Was sind denn Toskana-Bällchen? Wenn du mir die frisch zubereitest, warum nicht? Passt aber, wenn du jemanden von denen kennst, wen findest du besser? Kruxnase, Diego, Amado, Mando. Keine Ahnung, ich kenne niemanden davon. Das könnten für mich alle irgendwelche Wrestler sein. Bella Club Forever. Richtig geiles Bild von Finn Balor.
was people who lost everything to savagery of peasants. Nice. Failures come from Europe to reap some awful vengeance on God. Grüße aus Braunschweig, Grüße zurück aus Halberstadt. I'm sorry I wasted my life trying to teach you boys. Love you though, I do. Well, leaving love aside, you think we got this? Don't you never leave love aside, Arthur. It's all we got. Oh. Alligator ist wieder unterwegs. Pick us up yonder. I got you. Mein Lieblingsfußballer ist Alligator. Come on, quick. Stay quiet. Ich bin dann schon mal drin, wa? Maxinho, 27 Monate Resub. Nice. Holy moly. Lenny, Bill, you're with me. Arthur, John, you take the left side. If you see a shot, you take it. Okay? Now. Arthur, let's go. Komm doch schon. Let's go. Das Orks. Grüße. Danke für deinen Sub. Ich glaube, du warst auch schon mal Sub. Aber willkommen zurück auf jeden Fall. Nice. Tja, was ist jetzt? So schnell kann das nach hinten losgehen. Fuck. Ey. Der nächste bitte. Ey. Ich sehe die Penner kaum. Viel zu nebelig hier. Zack. Lass mal in Ruhe nachladen. Das ist meiner. Oder auch nicht. Ey! Nicht mal ansatzweise getroffen, oder gut? Scheiße. Ja, die Musik, ey. Ist krass. Er ist im High Ground. Wir können nichts machen. Kann mal jemand hochbauen? Ist nur der eine da oben? Lass drin. Komm zurück und hilf uns. Den treffen wir doch hier nicht. Noch da, jetzt komm her hier. So, tschüss. Alles muss man alleine machen. Ich loote. Looten ist gut. Loot ist gut. Oder auch nicht. Ich wieder. Boom! Ja. Ey!
Lass das bleiben. Er geht rein wie Rambo persönlich, ey. Nicht so klug. Das. Oh! Boom! Jo, jetzt habe ich eine dicke Knarre hier. Boom! Boom! Was ist denn jetzt los? Hä, es geht nicht. Keine Ahnung, was da gerade ging, aber... Probleme. Oh ja. Ja, es ist immer wieder perfekt. Einen schönen Stream, muss ins Bett um 4 Uhr raus. Jo, hau rein. Falscher Alarm, keine Wurst abseilen. Ich glaube, wenn Martin Fußball mögen würde, dann wäre er definitiv Fan von Armenia Bielefeld. Keine Ahnung. So, Sperre aufgehoben beim Edeljobber. Ich weiß, habe ich schon gesagt. Du solltest öfter das Dead Eye benutzen. Das hilft. Das ist korrekt, was du sagst. Aber was war denn jetzt hier mit meiner Knarre los eigentlich? Wer hat hier gerade geschossen? Es reicht! Hallo? Kuckuck. Was? Wow. Okay, I'm sorry, friend. No, name your price. Name your price. Every man have a price. Everyone. Everyone. Should we kill him? Have a price for the $1 million man. Ach, warte, hier ist gerade irgendeine Knarre. Eine Mauserpistole. Ist sie besser oder was? Erstmal plündern. Erstmal gucken, was er dabei hat. Oha, das ging. Was ist denn los? Nehmen wir den Onkel mal mit. Oh, oh, das klingt schon wieder nach Polizei. Polizia, Polizia. Oh, oh. Wieso bin ich denn jetzt gesucht? Die wissen doch auch nicht, dass ich hier bin. Hauptsache bei der Schießerei wird jetzt der Typ noch verletzt, oder was? Er lädt einfach mal nach, während der Typ auf ihn liegt. So ein eiskalter Typ, Alter. Er geht hier einfach ganz lässig mit dem Typen durch die Gegend. Ballert hier die Leute weg. Zack. So. Hast du ein Problem? Und da hinten kommt noch einer. Das war's. Da ist noch einer. Zack. Zwischen Eier geschossen. Bam! In die Eier! So, na dann los. Abhauen. Keiner mitgekriegt.
Ganz saubere Nummer. Rein, raus, wie beim Sex. Hey, big man. Habe ich gehört. Wenn Bella am Sonntag gewinnst, habe ich am Montag. Gut, dass du in der Lage wärst zu subben. Und dass es nur noch einen Schritt braucht. Ja, ich habe das mitbekommen, dass er auf YouTube gesperrt war. Lieblings-NFL-Team, guckst du den Super Bowl? Ja, ich mache sogar einen Super Bowl-Livestream. Mit Madden. Und die Bears sind natürlich mein Lieblingsteam. Ja, von Madden mal online gegen jemanden zu zocken, das macht in letzter Zeit öfter mit einem Kollegen, das macht echt Spaß. Das macht sicherlich viel Spaß, wenn ich 56 zu 0 weggeklatscht werde. Weiß ich nicht. What are you gonna say now? They are even bigger fools than you. No doubt. The law will find you. Already, the dogs are on the way. Oh yeah. Oh, you're right. You are so right. They are good at smelling filth, huh? So filth has got to be disposed of. Your friends, Pinkertons, gonna come and rescue you. You repulsive little maggot. Also, man ist so aggressiv hier, bitte, ja? Oh. Der ist ganz zufällig aus dem Boot gefallen. Da kann noch keiner was für. That part. I don't know. Well, I do. It ain't nice. I know it. But it is us or him. I figure it might as well be him. Okay, der dreht ein bisschen durch gerade. AEW wird besser als TNA. Ja. Kommt's auch im deutschen Fernsehen? Nope. Freue mich schon auf den Dragon Ball Super Film. Ich auch. Nächste Woche Dienstag kommt er bei uns in Magdeburg. Da werde ich auf jeden Fall alleine im Kino sitzen. Also mit mir werden wahrscheinlich auch noch andere Leute da sein, aber ich gehe alleine hin, weil ich weiß nicht, wofür ich da hingehen soll. Legenden, aber ist ja auch kein Fußballkanal. Ja, ungespielt. Ich habe zwar hier ab und zu mal FIFA gezockt, aber ich kenne so ein paar Leute, die bei Deutschland spielen oder so. Oder mal gespielt haben. So. Aber das ist nicht mein Sport, den ich Tag und Nacht verfolge. Spielt weitaus mehr und besser als ich. Trotzdem gewinne ich auch öfter. Nicht so schlimm. Ja, aber ich finde es scheiße. Halt für Streams ist das immer kacke. Wenn du halt die ganze Zeit nur verlierst und halt auch überhaupt keine Chance hast. Und so. Das ist ja nicht unterhaltsam. Looking, watching and waiting. I've tested it as well. Machen wir weiter? Jo. Look, the bank, Karen, Tilly, Abigail, I sent them all. Ja, Clients, bestes Team. Habe ich auch schon mal live da. And the police? It's a city, there are police, but as far as we can tell. Hat sich gefreut, dass Sascha die Hose runtergerutscht ist. Nee. Diversion, that's the opposite. Fand ich nicht so erotisch, wie man es denken könnte. We linger around here, we know we're dead. But the plan. We got a decent bunch. Hast du eigentlich die Nebenquest mit dem Zirkus gemacht? Nö. Nebenquest? Ich? Merkst du selbst. I reckon. Doing it in the day with a distraction. That's what Jose is saying. It's as good a plan as any. I think I agree. We do it at night. There's the drama of just getting into the bank. Can't do that silently. No. Pick us off far easier. I know. Just making sure. Every plan is a good plan if we execute it properly. Every problem we had was because we did not execute properly. Even Blackwater, from my understanding. You're right. Let's rob this bastard. Everyone get some rest. We ride out in the morning. Look smart. Jetzt geht's ab. Travel light. Oh, stimmt. Got everything, Arthur. Sure. So, we rob ourselves a bank, and within 6 weeks we're living life anew in a tropical idyll, spending the last of our days as banana farmers.
Let's get out of this godforsaken place and go rob ourselves a bank. Na gut, wir ziehen also dann wieder um, so wie es aussieht. Und auf geht's. Hey! Vor. The last ride. Charlie, die ist ziemlich amüsant, okay? Kann ich nur empfehlen. Ich weiß immer, wo die sein soll. Das Spiel nimmt ab dem Moment erst richtig Fahrt auf. Okay. Wie oft passiert das schon? Ja gut, das stimmt. Dutch ist etwas gestört. Ah, so ein paar Probleme hat er schon. Gerade war bei meiner Schule eine Feier, wo sich meine Lehrerin in diesen einen YouTuber verliebt hat. Der YouTuber und Streamer Martin. Oh, kann das sein, dass so die Geschichte ausgeht? Hoffe ich doch. Hosea has done his reconnaissance. We've been over this. The plan. One last time. Hosea and Abigail draw out the police. We go in calm and fast. John and Lenny secure the front doors. Javier takes the side exit. Lehrerin ziemlich betrunken hat. Nice. Gleich ran da. Weiß nicht, wie alt du bist, aber ran da. Lehrerin ist schon was Heiles, glaube ich. Wer ist für dich der beste Wrestler aller Zeiten, auch hinter den Kulissen? Ich glaube, ach, aller Zeiten, denn Eddie Guerrero natürlich. Welches Kapitel bist du? Achso, Lunatic, wenn du erst 13 bist, dann, du bist natürlich 18, sonst würdest du den Stream nicht gucken, ich weiß schon. Aber dann, dann hat die Lehrerin natürlich nichts. Sie ist 48. Nice. Clay Marlox. Grüß dich. Alten Schiffen. Von alten Schiffen kann man sich anschiffen lassen, auf jeden Fall. So, Leute, lass mal an der Bank ausreiben hier. Nice and easy through town now, boys. Bin ich gespannt, wie viel wir hier einsacken. Eine Million. Warte mit Dutch auf Hoseys Ablenkungsmanöver. Warte mal. Das sollte ich vielleicht vorher machen. Nein. Ich wollte noch meine Waffen hier aufnehmen. Waffen auf Pferd. Oh, er kackt erstmal eiskalt und schön vor die Scheibe. Das ist die Bank, ne? Na gut. Macht auch überhaupt keinen schlechten Eindruck, wenn die so Bock. Oh! Hoppala! Na dann, rinn in die Olga. Ich will mich gleich mal hier. Scheiße, ich kann mich nicht verstecken. Ich wollte mir hier schön erstmal eine Maske aufsetzen und so. Maske aufsetzen. Ha. Sage ich ja. Der eine hat eine schöne Maske, einfach komplett über den Kopf gezogen, so eine Tüte. Und ziehen hoch. Und R2, um den Warnschuss zu machen. Beim Zielen. Hoch.
nicht. Okay, now then, Arthur, would you please have Senior Bank Manager here open up the vault? Wenn das die. Der ist nämlich. Hier, er hat eine geile Maske auf hier. Der da. Der ist geil. Los, aufmachen, Jo. Sonst klatscht's. Aber kein Beifall. Na los, du Arschloch! Schneller! Na jedoch. Dankeschön. So, nur dann. Was? Da war ich doch eben schon mal. Oh, Cash. Ausräumen. Meins, meins, meins. Mehr lassen, mehr machen wir jetzt nicht. Das war's schon. Oh. Get out here now. Someone must have squealed. Never should have gone after Bronte, Dutch. Mr. Milton, let my friend go. Or folks, they are gonna get shot unnecessarily. Your friend? Why would I do that? Come on, Milton. It's over. No more bargains, no more deals. Mr. Milton, this is America. You can always cut a deal. I've given you enough chances. Come on! Uh-oh. What? No! Alter! Oh, God damn it! Alter. Ist doch nicht dein Ernst. Jetzt klatscht es. Jetzt ist hier zappenduster. Ups. Warte mal, wie machen wir hier? Zack. 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 Scheiße. Scheiße. Zack. 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 So, das war's auch. Boom. Ey! Ich lebe noch. So, hier. Was soll ich nehmen? Ja, ein bisschen Dynamit natürlich. Der Dynamit. Gib dich zur Wand. Oh. Okay. Schieß auf das Dynamit. Oh! Aufs Dach.
komme ich denn das Dach? Achso, da vorne. Oh, warte, hier auch. Sag mal. Doch nicht. Ah, doch. So. Nein, geh wieder hoch. Bin ich hier richtig? Ja. So. Zack. Boom, 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 bam. So, gehen wir mal hier kurz rüber. Zack. Ups. Schade. So, neues Auge verpasst. Wieder Schuss, ein Treffer. Ey! Tschüss. Zier Orden, grüß dich. Du warst schon länger nicht da, kann das sein? Alter, was machen die denn da? Haben die ein MG oder was? Und tschüss. Sag mal, Witze. Frauen und Kinder zuerst. Hm. Ist überhaupt nicht sexistisch. Na dann los. Abhauen. Parkour ist jetzt angesagt. Oh, Verzeihung. Alter, die haben gerade... Oh mein Gott, ihr habt Lenny getötet. Ihr Schweine. Scheiße. Oh oh. Nicht gut. Los, meine Assassinenfreunde, wir müssen das hinkriegen. Sprung über das Dach. Wieso stehe ich denn hier noch? Die sehen mich sowieso, wenn ich hier oben stehe und ihr alle da unten. I don't believe it. They knew we were coming. Just like your ferry job in Blackwater. Ain't nothing like that. Hmm. What now? I don't know. I don't. This whole town is filled with cops. Well, how long are we gonna stay here? Well, a few hours? We go back to camp? They're gonna get every last one of us. I know they're gonna be watching the roads. I got it. A boat. What you mean? We stay here till nightfall. Then we sneak on down to the docks. We get ourselves out of here. Yeah. Where? Any place will do. That's all I got. We leave.
We lie low. We come back for the rest in a few weeks. I'm guessing it's that. Or we die out there right now. Exactly. Now, everybody, calm down. I mean, look at us. Scheiße, hier laufen, würde ich sagen. Okay, follow me. Sie war 44, also. Immer wieder Zeit, die Hose muss weg. Ihr kennt das Spiel. Es wird sich wieder angefasst. Big Show wieder stärker aufbauen sollte als neuen Gigant in der WWE. Ah, Big Show hat, ist glaube ich auch drüber, über dem Berg. Ripper, hau rein. Wieso steht da Support bei dir dran? Und wofür, lol? Wo steht Support bei mir dran? Hä? Du kannst mich supporten, wenn du mir wenn du entweder hier ein Abo raushaust oder wenn du keine Ahnung, spenden willst oder so, ist alles kein Problem. martingrow.de/support. Atze, mach's gut. Meinst du, Royal Rumble wird gut? Ja, aber die letzten Jahre eher enttäuschend. Ich glaube, die müssen jetzt irgendwas machen. Die müssen jetzt wieder in. Die müssen jetzt wieder zum Gesprächsthema Nummer 1 werden, nachdem All Elite jetzt gerade Gesprächsthema Nummer 1 ist. Und der Rumble ist eigentlich eine gute Möglichkeit dafür. Keiner sieht mich. Keiner hört mich. Someone's coming. Duck. Oh, oh. Ich bin versteckt, aber Dutch sieht man das sofort. Warum sind die anderen jetzt eigentlich nicht mitgekommen? Shit, stop, Arthur. Oh, damn it. We're never gonna get past these fellas. Arthur, head over to the water. Schön zu Freitag, nö. Du wurdest eben links an der Seite als empfohlen angezeigt mit deinem Namen Punkt Support. Du wurdest eben links an der Seite als empfohlen angezeigt. Links an der Seite. Hm. Bei Twitch direkt oder was? Also bist du neu? Also, keine Ahnung, wurde ich gerade dir vorgeschlagen auf Twitch oder wie? Keine Ahnung, was da los ist. Aber, ja, bin neu. Ach, Grüße aus dem Harz. Das erklärt einiges. Ja, dann freut es mich auf jeden Fall, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und dass scheinbar Twitch mich irgendwo empfiehlt. Obwohl ich gerade in so einer Zwischenzone bin, wo ich eigentlich nicht so gut von Twitch empfohlen werde, weil es gibt ja auf Twitch, auf der Startseite, gibt es einen Bereich für jetzt kleinere Creator. Und was ich echt cool finde. Nur, ich bin zu groß für einen kleiner Creator und zu klein für die wirklichen Einblendungen auf der Startseite, so, für dieses. Oben dieses komische Rad oder was da sein soll und ansonsten, wo man halt angezeigt wird. Dafür bin ich hier wieder zu klein. Ich bin jetzt in diesem Zwischenstep. Der ist eigentlich auch scheiße. Aber passt schon. Es geschehen immer noch Wunder. Der Enki, mal schauen, ob er weiß, was er machen muss. Ich weiß, was ich machen muss.
gehe jetzt hier rüber, pass auf. So, jetzt drücke ich hoch. Und jetzt mal gucken, wer hierher kommt. So. Oh fuck. Kommen die denn jetzt lang? Ja, sehr gut. So, alles schön. Jetzt wollen wir wieder zurück hier. Hier gibt es in dem Spiel ganz schön viele Stealth-Missionen. Das finde ich aber eigentlich ganz nice. Aber ja, interessant. Watching for us. Maybe. Maybe not. Well, they ain't just waiting there for no reason. Yeah. Let me think for a second. Lass uns alle abknallen, komm. How? I can't kill all of them silently. So, when they chase me, you go the other way. What are you talking about? You heard what I said. Oh, I like it. Real brave. Uh-oh. That is one of the most beautiful acts I ever saw. Come on. Das war schon eine nette Nummer. Wie ein Tinder-Date. So. Okay, jetzt sneaken wir hier über das Boot. Oder an ein Boot. Warum muss man bei TNA King of the Mountain den Titel abhängen und nicht den Titel abhängen und nicht abhängen? Was? Lass mich mal bei einem Spiel. Wieso? Ich hab da, ich denke, er meint auf Twitch die empfohlenen Kanäle. Wenn man auf einem anderen Kanal ist, gibt es ja links die Vorschläge und da warst du eben wahrscheinlich Interessenvorschlag aufgrund der Sachen, die ich mir sonst angucke, denke ich mal. Hm? Aber wenn ich auf einem anderen Kanal bin, dann stehen links Vorschläge, da habe ich drauf geachtet. Aber schön. Dann einfach mal auf Folgen drücken und dann kriegst du mal mit, wenn ich was Schönes mache. Also nicht, dass ich eigentlich immer was Schönes mache. Oh, Captain, mein Captain. Okay, er bringt sich jetzt hier erstmal um. Well, it's gonna take a little more gold, but I think we're gonna be okay. This captain, he is a fine fella, a New Englander from the Cape. The rest of the ship is Frenchmen. They're heading down to the islands, taking some Pennsylvania cove. Now, apparently, we're gonna be able to slip ashore in northern Cuba in a couple of days. Alter, wo geht's denn jetzt überall hin? Was ist eigentlich mit der restlichen Familie, die wir eigentlich mal hatten? Alle anderen, die sind ja jetzt völlig aufgeschmissen. Einmal die andere Kanäle, die man abonniert hat. Damit man auch sieht, wen die nebenbei live, wenn die nebenbei live gehen. Und darunter haben die vorgeschlagen. Okay, habe ich noch nie drauf gemacht. Leider ist er. Sehr schön. Danke fürs Follow. That cloud looked like good news to you. Ist das etwa eine Regenwolke? Kann das sein? Ja, Mann. Wieso müssen wir denn von dem Boot runter? Mann, das ist ein bisschen Schieflage, das passiert. Vamos,
Alter. Ich werde ja ertrinken. Alter, wieso brennt denn das Scheißschiff? Wer hat das angezündet hier? Okay. Die sind jetzt mehr oder weniger entkommen oder eher nicht so entkommen? Unfreiwillig entkommen vielleicht. Okay. Das ist jetzt kacke, muss ich sagen. Ich gehe mal jetzt selbst auf meinen Kanal und gucke mir mal meine empfohlenen Kanäle an. Also bei mir sind da alle meine Kanäle, die ich denen ich folge, die jetzt gerade online sind und denen ich folge. Und darunter sind meine Freunde, die online sind. Ich habe da keine empfohlenen Kanäle. Empfohlene Freunde. Aber das ist ja auch nicht. Bei mir ist das nicht. Aber warum? Wenn du gut Kanäle abonniert hast, kommen keine Vorschläge mehr. Keine Ahnung. Aber Dr. Pandaman haut einen 25 Monate Resub raus. Wupp, wupp. Dankeschön. Warte mal. Also bei mir ist das nicht so. Passt auf. Ich zeige euch das. So, hier. Das ist Twitch, ne? Kennt ihr? Kennst du? So. Und ihr sagt hier, hier sind meine gefollowten Kanäle und darunter sind meine Freunde. Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht. Ich habe keinen Plan. Jetzt kommt hier Kanal. Das ist bei mir zwischen... Das ist bei mir. Also wenn ich das jetzt hier aufklappe, das sind nur meine gefollowten Kanäle. Und die Freunde, die online sind. Du hast zu viele. Ich habe zu viele Kanäle gefollowt oder was? Dann gibt es hier keine mehr. Okay, das kann natürlich sein. Das ist möglich. Gleich machst du Twitch kaputt, gleich explodiert alles. Na gut, dann, schade. Hab ich das wohl nicht. Gleich machst du Twitch kaputt. Ja. Ich lese zweimal dasselbe und amüsiere mich zweimal über den gleichen Satz. So, gut, dann halt nicht. Aufstehen! Bin ich jetzt auf einer einsamen Insel? Das ist die traurigste Anmache der Welt, Rise of the Tomb Raider. Darf ich dir eine Freundschaftsanfrage schicken? Na dann spazieren wir mal eine Runde, wa? Also da oben hat es mit dem Follower und dann kommen die Kamerasymbole mit empfohlenen Karten. Dann die Freunde. Mir war es gerade nicht. Aber kann ja sein, dass ich zu viele habe. Ist schon. Aber cool. Ich kriege empfohlene Kanäle nur über die Startseite. Die haben sie ja auch ein bisschen aufgebessert. Da müsste eigentlich auch ich ab und zu mal zu sehen sein, aber... Tja. Okay, er bleibt stehen.
Wollte mal gucken, ob es geht. 24 Kanäle hat er abonniert, okay. Darf ich dir meine Briefmarkensammlung zeigen? Beste Anmache ist... Hey, wie geht's? Das ist die beste Anmache. Du bist so hübsch. Ich will meinen Penis in dich reinschieben. Das geht auch immer. Das klappt aber allerdings nur bei den Leuten mit einem 8-Pack. Ja, dann klappt das. Martin ist nur neidisch. Ja, bin ich auch. Natürlich. Was ich dann mache, ist Hose runter, Schwengel in die Hand drücken und mit dem Ding wedeln. Ja gut, das kann ich nicht machen. Dafür ist er zu klein. Da gibt's nicht zu wedeln. Und nicht zum in die Hand legen. Bock auf Cock. Ach du Scheiße. Hast du Lust zu ficken? Hey, was... Ja, ich hab's schon verstanden. Ich bin jetzt auf einer einsamen Insel und ich bin nicht ganz bei Sinnen und ich laufe jetzt hier rum. Ich verstehe es schon. Aber reicht jetzt auch mal langsam, oder? Ich bin ein Einhorn. Willst du mal meinen Horn sehen? Hey. Ich habe das kleinste Einhorn der Welt in mir. Ich komme hier online und dann so schlechte Sprüche. Tja. Ich meine schuld. Der Chat ist schuld, wie immer. Immer der Chat. Dann beginnt AEW. 25.5.? 23.5. oder sowas? Kapitel 5. Guarama. Okay. Wir sind ein bisschen weit von zu Hause weg, kann das sein? Jetzt bin ich hier ganz alleine. Ich hab nichts dabei. Schauen. Schauen ist immer gut. Rauch. Da ist Rauch. Wow. Du bist ein schlechtes Vorbild. Beste. Beste Vorbild. Okay. Alle zufällig auf der gleichen Insel gelandet, auch schön. Here's a miracle. It is a goddamn miracle. Have something to drink. Have a drink. Somebody give him a goddamn drink. Oh, son. Son, take it easy. Oh, we got you. We got you. Okay. Und nun? So. Where the hell are we? We are on the island of Guarm. Javier asked the local. It's a old sugar plantation island. Second island east of Cuba. Is it anywhere near Australia or Tahiti? It's on the way, I guess. Nemec, grüß dich. Willkommen im Chatrem. So, wir sind dran. Well, next I guess we're gonna get shot. Encadenen a estos hombres. Gentlemen, this is quite a welcome. Who are you? Señor, por favor, we are no one. What's your name? Aiden O'Malley. Is that so? What are you doing, Mr. O'Malley? Surviving. We were lost at sea in the storm. Is that so? No, I'm in the habit of looking like this. Is all of this really necessary? We got enough troubles around here right now, Mr. O'Malley, without taking a chance on a bunch of vagabonds. Behave yourselves and no harm will befall you. Vamos! Na toll. Das geht schon wieder gut los hier. Was gibt's eigentlich außerhalb von dem Game noch bei dir zu sehen? Hoho. Ab 0 Uhr sieht man mehr von mir.
Squats for Subs und sehr viel nackte Haut und ansonsten eigentlich alles. Ich zock eigentlich so alle großen Spiele, die so rauskommen. Ich zock auch ab und zu mal WWE. Es kann also sein, dass wenn dich Wrestling interessiert, dass du hier genau richtig bist. Von daher, da hast du dann auf jeden Fall ein bisschen was zu gucken. Martin streamt ab 0 auf Chatterbait. Besser ist es. Aber dann kann ich auch hier bleiben, wenn ich auf Chatterbait will. Supercard meinst du denn? Ja. Nee, Supercard nicht. Ich spiele WWE 2K19. Also die richtigen Matches. Nicht einfach nur das, keine Ahnung, ein bisschen Karten, die gegeneinander hüpfen, sondern halt Wrestling. Na, danke. Welcome to Guam, gentlemen. Now, if you'll excuse me. What now? Dann gibt er uns Flirt-Tipps. Das kann ich euch immer geben. Twitch-Stream, Werbung, YouPorn-Stream an. Twitch-Stream, Werbung, YouPorn-Stream an. Verstehe ich nicht. Gab es gerade bei Twitch irgendeine Werbung? Nee. Keine Ahnung. Bin ich heute ja falsch damit. Damit du bist nie falsch. Findest du auch, dass die WWE-Games seit 2K übernommen hat, kacke sind? Oh, nee. Das kann ich nie bestätigen. Also, du scheinst ja noch nicht so häufig in meinen Streams dabei gewesen zu sein. Aber ich mache hier die krassesten Matches. Die siehst du nicht mal im Fernsehen. Also von daher solltest du meine 2K-Livestreams einschalten. Die sind großartig. Wir haben ja auch nichts gemacht. Ich würde sagen, jeder nimmt ein und schaltet den aus, der dann und so. Ist ja auch lustig. Guck mal, wenn ich nach vorne drücke, dann geht er mit. Und wenn ich loslasse, dann lässt er sich so von den Leuten hinterherziehen. Ist ja auch geil. Spielst du da wieder den Karrieremodus? Ach, gar nicht wahrscheinlich. Wie lange wirst du heute noch streamen? Hast du schon keinen Bock mehr, oder was? Ja, bis die 1000-Euro-Donations voll sind, ist doch klar. Absoluter Pro-Gamer. Ich will Beweise sehen, lol. Kannst du gucken, auf meinem Gaming-Kanal kannst du alles gucken, was ich bis jetzt gezockt habe. Alter. Hoppala. Alter, er ist auch voll aggressiv da vorne. Okay, keine Ahnung, wer hier auf uns schießt. Ich finde es aber nicht so schön. Ist egal, dann knallen wir hier mal die anderen ab. Och, ich krieg's nicht auf der Reihe. Sag mal. Wie schön. Wir haben schon gemacht. Darf ich dich bei Knuddels enden? Oh ja, oder wie ist deine ICQ-Nummer? Auch besser. Okay, ja, merke ich, schau hauptsächlich auf YouTube. Ja. Aber du kannst auch auf meinem Gaming-Kanal, wie auf YouTube, habe ich auch einen Gaming-Kanal, da findest du alle meine Streams auch von WWE 2K19. Und da kannst du dir ja mal die letzten durchgucken. Alles feine Matches. Doch, Menschen, die müssen um 6 Uhr raus. Ja, sorry. Oder durch einen Twitch-Sub kann ich auch alles gucken. Das geht auch.
ich glaube, er ist noch ein bisschen fertig. Bin ich wieder eine Knarre, ey. So, jetzt geht's ab. Pass auf. Ups. Mein Aim ist mal wieder da. Oh Mann! Was ist mit der Knarre los? Natürlich ist es die Knarre, natürlich. So. 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 Und tschüss. Und tschüss. Und gute Nacht, Marie. Ey! Dann haut ab! Kann's ja wohl nicht wahr sein hier! Nicht abhauen! Da ich alles verloren habe, würde ich sagen, wir looten erstmal, oder? Warum werden Arschbacken nie heiraten? Keine Ahnung. Weil noch kein Sub geschenkt bekommen hast. Ja, deswegen auch. Hetul Fontaine. Dutch Vanderlyn. These ground rats are Micah, Bill, and Arthur. Okay. Lisa. Well, Fusa will be desperate to find you. We must be very careful. So, who is this Fusar? A tyrant, driven by nothing but power and greed. Our only purpose is to work ourselves to death to make him rich. Leon wants to be able to stand up to Fusa, but most are too afraid. And you? I am not from here. I bring things in and off the islands behind Colonel Fusa's back. Let's rest a moment. Down there is Aqua Dolce, Fusa's compound. The sugarcane these poor men kill themselves farming gets processed in that factory there. They're little more than slaves shipped in from other islands. A group escaped yesterday into the jungle, hoping to find a way back to their homes. Now Fusa's men are out hunting them down. That old fort? Cinco Torres. My men and I use that as a hideout when we are here. Come on. I know somewhere you men can rest. Can we trust you? Rest. I don't see you have any choice. I am the only one who can arrange a boat for you. But I need something in return. Help Leon with that group of escape workers, and then come meet me at the fort. You help us get back our friend and get out of here, we will do everything we can. Thank you. Gracias. If your friend is still alive, they will have him at Fusa's compound. There is a cave hidden below the cliffs. It will lead you right there. Thank you. The workers are somewhere in the jungle. Hopefully we can get to them before Fusa does. Of course. Gentlemen. Well, goodbye. If this is a tropical paradise, so far it ain't up to much. I'll go scope the entrance to that cave. Arthur. I need to get some rest. Well, you're right. We all need to relax. What a mess. I am so sorry, boys. Get some sleep, Dutch. Micah, guard this spot. Bill. Do some more scouting. Ist das Lost, was du spielst? Besser wär's. Lost Game wäre auch geil. Arbeite an der Tanke, ist nur Nebenjob, studiere Mathe und Englisch auf Lehramt. Krass. So wie ein Satz Anständiges. Also bei jedem Scheiß auseinandergehen. Das Funkgerät muss auf den Berg. Ja. Und nehmt euch in Acht vor dem Nebel, vor dem Rauch und vor dem Eisbären. So. Kann ich nicht mal hier alles nehmen? Nehmen. Noch mehr nehmen. Ich
brauche alles. Ich muss das alles an mich reißen. Aufheben. Okay. Pistolenmunition. Na gut. Haben wir das schon mal soweit? Hier ist noch Zeug. Vor allem, wozu habe ich mich den da vorhin hingesetzt und habe übelst viel gebraten und gekocht, wenn jetzt alles, was ich habe, weg ist? Ist doch scheiße. Guckst du am 2.2. ab 23 Uhr den Kampf von Flying Uwe? Natürlich gucke ich das. Pro 7 Max. Das ist echt der beste Sender, ey. Natürlich gucke ich das. So, ich nehme jetzt ja alles mit, was ich finden kann. Setzen. Kann ich irgendwie auch pennen oder so? Ah, warte mal, ich sehe hier gerade, wir haben eine neue Karte. So, hier sind wir jetzt. Wo waren wir vorher? Keine Ahnung. Da? Nee. Achso, wirklich komplett auf einer neuen Map. Na gut. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was zu tun. Und da ihr heute schon wieder geschafft habt, das Giveaway freizuschalten, würde ich sagen, wir machen mal eine kleine Pause. Dann gibt es das Giveaway. Und dann würde ich sagen, reicht es zu langsam, oder? Ich weiß, ihr könnt es nicht abwarten, hier mit mir die ganze Nacht zu verbringen. Aber ich glaube, das ist hier ein schöner Start. Dann können wir nämlich beim nächsten Mal hier einsetzen. Am Donnerstag natürlich nicht vergessen. Donnerstag WWE 2K19 mit NXT TakeOver. Am Sonntag ab 18 Uhr WWE 2K19 mit dem Royal Rumble. Und ich bin gleich wieder da. 3 Minuten Päuschen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich.
So, Freunde, herzlich willkommen zurück hier im Stream. Guck mal, da so ein Kabeldings, was einfach direkt unter diesem Logo liegt. Jetzt wäre das so, eigentlich so ein Umwickelteil, aber okay. Freunde, wir haben natürlich noch ein Giveaway am Start und zwar diese hier, eine DVD von Rosemary und Ellie, also eine Frauenfehde, könnte man sagen. Ist eine Smash Wrestling DVD, wo auf jeden Fall eine ganze Menge Frauenwrestling von den beiden Damen hier mit dabei ist. Sind aber auch noch andere Leute mit am Start. Das kann jetzt jemand gewinnen, wenn er möchte. Ausrufezeichen Enter in den Chat schreiben und dann geht das los. Paraflo, grüße dich. Ich finde es nett, dass du dem Edeljobber seinen Kanal wiedergegeben hast. Nur mal nebenbei. Ja, echt freundlich von dir. Ja, aber bitte melde den jetzt nicht immer wieder. Das ist wirklich sehr, sehr böse. So. Okay, so ist schon vorbei. Schade, gerade erst von der Arbeit gekommen. Kannst du einfach wieder anfangen, von vorne zu gucken. Ist doch alles cool. So, ansonsten, wie gesagt, NXT Takeover am morgigen Tage, übermorgigen Tage. Mein Report-Bot funktioniert auch gerade so gut. Am besten alle gleich wegstriken. Alle die, am besten alle. Alle weg. Damit nur noch du über bist. Ich glaube, das ist hier noch irgendwer. Ja, auf jeden Fall am Donnerstag WWE 2K19. Da freue ich mich schon übelst drauf, weil ich einfach übelst gehypt bin auf dieses DLC-Pack. Das heißt, ihr könnt euch schon mal überlegen, welcher Gegner Leo Rush bevorsteht. Denn der wird auf jeden Fall auch nochmal ein Match kriegen. Ich bin mal gespannt. Es könnte aber auch sein, dass Johnny Gargano gewählt wird, wenn ich Ricochet gegen Johnny Gargano spiele. Dann muss ich Ricochet noch ein anderes Mal einsetzen. Mal schauen. Ja, soweit, so gut. Ansonsten gibt es noch irgendwas? Ich wollte eigentlich gestern einen Film gucken. Das habe ich aber nicht mehr gemacht. Was habe ich denn gestern eigentlich noch gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Scheinbar nicht so besondere Sachen, dass sie sich lohnen. Ja, muss ich mal gucken. Heute werde ich mir bestimmt einen Film reinziehen. Heute habe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Gegessen habe ich gestern noch. Das wäre heute eigentlich auch nochmal eine coole Idee. Essen. Habe ich gehört, soll man immer machen. Ich habe aber gar nicht mehr so viel Essen hier im Haus. Das ist schon wieder eine schlechtere Sache. Muss ich mal gucken. Eigentlich habe ich nur Hähnchen mit Reis da. Ich habe noch irgendeine Soljanka. Aber da habe ich keinen Toast oder so, um das reinzutunken. Und damit finde ich das irgendwie ein bisschen witzlos zu essen. Keine Ahnung. Bestellen kann ich jetzt auch nicht mehr, ist schon zu spät. Naja, verhungern wir halt. Hilft ja nichts. Ja, dann muss ich mir wahrscheinlich Hähnchen mit Reis machen. Allerdings kann, kommt hier eine Registrierungsbestätigung? Keine Ahnung. Allerdings kann ich jetzt noch gar nicht so schnell Hähnchen mit Reis machen, weil mein Hähnchen noch tiefgefroren ist. Ach, ist doch schon wieder scheiße. Toast habe ich nicht. Ich habe nichts mehr da. Gar nichts. Ist doch scheiße. Naja, also gehen wir mal davon aus, dass ich wahrscheinlich wirklich gleich verhungern werde. Egal. Kein Thunfisch da. Auch nicht mehr. Nichts. Nichts zu essen. Ich glaube, ich habe wirklich nichts. Egal. Wir werden schon irgendwas kriegen. Wenn nicht, keine Ahnung, haue ich mir noch 3 Eiweißshakes rein oder so. Gut, schießt dir das Essen wie in Red Dead. Besser ist das. Okay, wir losen mal aus, wer die DVD hier bekommt. Und diese geht an Gottmog. Sehr schön. Grüße gehen raus. Dann würde ich sagen, zum Blink zum Schreiben. Oh Mann, ey. Diese Copy and Paste Scheiße funktioniert nie. So, Name und Adresse. Schreib das mal so, ich krieg das schon aus. Gut, Gottmog, schreib mich an. Adresse und so, du kennst den ganzen Spaß. Und ansonsten. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht, was ich noch machen soll. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Livestream am Donnerstag. Und ich hoffe, ihr habt heute noch einen schönen Abend. Spielt noch ein bisschen an euch rum. Denkt an mich. Und dann sehen wir uns am Donnerstag. Vielen Dank an Moneycater als Supporter des Tages. Kane ist auch noch am Start hier. 17 Monate Resub.
Du bist und bleibst der Beste, mal weiter so. Danke dir. Sehr nice. Ja, und dann danke auch an Marco Jung, der hier mit 84 Euro der Supporter des Monats ist. Ich glaube, seitdem ich streame, oder die letzten 3 Jahre Streams oder so, hat noch niemand so wenig Geld gespendet, um Donator des Monats zu sein. Vor allen Dingen so lange schon. Das ist also echt krass. Könnte also jederzeit überholt werden. Ich weiß aber gar nicht, wer Platz 2 ist und wer da relativ, also wer da so nah dran ist. Mal schauen. Gut. Okay. Macht nicht mehr so dolle. Haut rein. Guckt nochmal in Raw Review. Das könnt ihr noch machen. Und dann wünsche ich euch was. Macht mehr so dolle. Und tschüssi.